Ich glaube, das Leben wird zeigen, dass die Veränderungen die Lage kompliziert haben. Und dies auch, weil einige westliche Länder, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika, falsche Schlussfolgerungen ziehen und in brutaler Weise verschiedene Gruppierungen unterstützen, die nach ihrem Geschmack sind, die aber weder den betreffenden Völkern noch dem Frieden dienen. Mord, brutal, in sustenerea diferitor grupări care sunt pe placul lor, dar nu servesc popoarelor respective și nici păcii. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Ceausescu von seiner Mission überzeugt ist, aber auch, dass um ihn herum eine eiskalte Prätorianer Garde von 2 bis 3 Dutzend Leuten das Heft in der Hand hat und dafür sorgt, dass weder realitätsnahe Informationen noch Fragen an ihn herankommen, die sein Weltbild verändern könnten. Sie wissen ganz genau, wenn die Realität einmal bis hierher in den Palast vordringt, dann sind sie verloren. Ja, Herr Lindlau, prophetische Worte, das war Ende November, gar nicht so lange her. Noch ARD-Studioleiter in Wien, Osteuropa-Korrespondent. Richtig. Sie sagen, Sie haben gesagt, abgeschirmt, aber irgendwie ehrlich in seinen Überzeugungen. Er glaubt an seinen Wahn. Er glaubt. Natürlich. War er denn auch, ich will es mal ganz undiplomatisch sagen, war er damals in Ihren Augen auch das Schwein, als dass er sich jetzt in aller Welt herausstellt? Also ich muss dazu sagen, ich habe nicht für möglich gehalten, was in Temeswar und in anderen Städten passiert ist. Nach Auschwitz habe ich geglaubt, in Europa wird es das nie mehr geben. Das muss ich vorausschicken. Dass er so sehr die Realität verloren hat, wie sich herausstellte, dann später habe ich nicht erkannt, ihm gegenüber sitzend. Sie wissen ja, mit der Physiognomie ist das sowas. Mördern sieht man nicht an, dass sie Mörder sind. Sie haben sogar zu Anfang dieses Beitrags gesagt, dass er von der Nähe ganz interessant aussieht. Wir haben auch ein paar Bilder gezeigt. Ja. Wir dürften ja keine Nahaufnahmen machen während des 14. Parteitages, also des letzten Parteitages. Wir haben dann Jubelparteitag. Ja. Den Jubelparteitag. Und wir haben dann ein paar Nahaufnahmen gemacht. Das war mit ein Grund, warum ich so sehr insistiert habe auf diesem, wie sich jetzt herausstellt, letzten Interview. Ich wollte ihn aus der Nähe sehen. Es gibt ja ungeheuer, es gab viele Gerüchte. Ich wollte ihm einfach in die Augen schauen. Ich wollte sehen, was da ist. Sie sagen, Sie haben sich das nicht vorstellen können, sich nicht ahnen, das nicht ahnen können. Aber haben nicht Sie und viele andere Journalisten auch, im Grunde genommen wir alle, nicht genug Warnanzeichen gehabt, Warnsignale, dass es in Rumänien ganz furchtbar zugeht? Also, dass es furchtbar zugeht, das haben wir gewusst. Gesinnungsterror, das haben wir gekannt natürlich, den Mangel, das haben wir gekannt. Was wir nicht geglaubt haben, es gab ja immer dieses Sprichwort, das uns Rumänien-Kenner immer wieder gesagt haben, ein Maisbrei explodiert nicht. Also ihr werdet vergeblich warten, wenn ihr glaubt, dass da zu einer Revolution kommen könnte. Das hat man, haben uns die Fachleute immer wieder gesagt. Und wir haben das auch geglaubt, muss ich sagen. Die Rumänen sind kein sehr aufrührerisches Volk von Natur aus. Herr Lindlau, glauben Sie jetzt im Nachhinein nicht, dass Sie vielleicht als einer, der dort tätig war, stärker hätten anprangern sollen? Nein. Dieses Regime war so furchtbar und war so bekannt furchtbar, dass man nichts aus Gründen der Anprangerung hinzufügen muss. Man muss nichts dazu erfinden. Solche Systeme sind so entsetzlich, es ist klar, wie sie sind. Was wird doch jetzt erst so transparent? Jetzt wird klar und transparent, dass es eine Securitate gab, die nicht nur Staatssicherheitsdienst war, also mit einem Nachrichtendienst, in dem es Nester gab, die gegen das Regime gerichtet waren, sondern dass es auch eine Securitate-Truppe gab von 7 Brigaden und aus denen herausgemäntelt wieder 8 Bataillone einer Kommandotruppe, die eine terroristische Ausbildung hatten. Das haben wir damals nicht gewusst, das haben wir geahnt. Dass Leute gefoltert werden, haben wir gewusst. Ja. Wir haben doch auch gewusst, dass, dass Babys an Unterernährung sterben, dass in den Brutkästen Babys sterben, weil der Strom abgeschaltet wird. Wir haben ja doch gesehen, wie die Leute dort darben. Mhm. Und da die Frage, warum hätten wir nicht mehr machen sollen? Ich glaube, dass sich niemand, der einigermaßen die Szenerie beobachtet hat, Illusionen gemacht hat über das, was ein stalinistisches,
totalitäres System ist und was die Folgen sind. Die Frage ist natürlich, und das ist, hat ein Kollege von mir sehr gut formuliert von der BBC, das war während des Parteitags, der hat gesagt, Freunde, ich kann nicht berichten, dass wir in Rumänien schönes Herbstwetter haben. Nicht, weil es nicht wichtig ist, sondern weil mich jeder sofort fragt, seit wann sind Sie für Ceausescu? Das hat nur mit dem Wetter nichts zu tun. Es gibt Dinge, auch in totalitärsten Systemen, das wissen wir aus der Nazizeit, die sich noch ein bisschen halten können. Jenseits des Regimes sehr wenige, weil der Spitzeldienste, der Sekretariate wirklich offenbar alles durchdrungen hat. Aber ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, zu berichten. Herr Lindlau, würden Sie sagen, dass Sie als Berichterstatter auch aus Rumänien in der Vergangenheit irgendeinen Fehler gemacht haben? Ich weiß genau, worauf Sie anspielen. Sie spielen auf die angebliche Zerstörung von 8.000, auf die Schleifung von 8.000 Dörfern. Der Hälfte an. Der rumänischen Dörfer, ja. Nicht der Hälfte, also. Das war der Plan. Dieses Gesetz wurde 1975 verabschiedet. Da hat sich kein Mensch darüber aufgeregt, weil es da noch als Dorfsanierung galt. Da sind eigentlich die stärkeren Eingriffe gemacht worden. Die Schwierigkeit dann war, dass natürlich dieses total von Ceausescu heruntergewirtschaftete Armenhaus natürlich weder die Möglichkeiten hatte, 8.000 Dörfer, das wäre zwei Drittel aller Dörfer gewesen, zu schleifen, geschweige denn dafür was anderes hinzustellen. Es gab furchtbare Eingriffe, wie in totalitären Systemen üblich. Nur ich sage nochmal, man muss ja nichts dazu erfinden. Man muss ja also nicht statt 200 Dörfern also 8.000 machen. Ich glaube, dass man, und wenn Sie meinen Bericht gesehen haben, ich habe den Bericht gesehen im Weltspiegel und ja. Ich habe auch das gelesen, was Sie vor einem Jahr, im November 89, in der Zeit dann noch nachträglich geschrieben haben. Da fallen schon so Worte, dass ein Teil dieser Dorfschleifung so vergleichbar sei mit einer Gemeindereform in der Bundesrepublik? Nein, mit einer Dorfsanierung. Moment. Und dass die Wohnungen, die zur Verfügung gestellt worden sind, zum Teil besser sind als das jetzt. Ist richtig. Also es klang im Grunde genommen schon ein bisschen, und das war eine ganz einsame Stimme, als Entschuldigung für das, was dort vorgenommen wird. Da war nichts zu entschuldigen. Die Frage ist doch, was stimmt? Wenn ich jetzt an meinen geschätzten Kollegen vom ORF denke, der war zufällig Weihnachten, während der Ferien war der aus Amerika da. Der ist in Washington stationiert. Der wurde eingesetzt und fuhr nach Klausenburg. Und in seinem ersten Bericht habe ich gemerkt, der ist völlig überrascht, dass er durch ein idyllisches Dorf nach dem anderen fährt. Der hat gedacht, die sind geschleift. Naja, aber der Plan bestand ja. Der Plan zur Schleifung bestand nie. Herr Lindlau, ich hatte an dem Tag zufällig selber Dienst, am 26. Dezember, als 13 der schlimmsten Gesetze außer Kraft gesetzt wurden. Und eins davon und eins der ersten war der Plan der Schleifung der Dörfer. Und ich sage Ihnen auch, der Rat der Nationalen Volksfront gesagt hat, Sie haben gesagt, es sei ein zutiefst ungerechtes und volksfeindliches Gesetz gewesen. Das ist alles richtig. Das haben, wenn Sie den Bericht von mir gesehen haben, ich habe mit Drago Mirescu, der dafür verantwortlich war, ja geredet und habe ihn gefragt, wollt ihr da einen manipulierbaren Menschen machen? Wollt ihr ihn unter Kontrolle bringen durch das, was ihr da macht? Das ist ein Unterschied zur Behauptung, dass 8.000 Dörfer geschleift werden. Und Sie werden sehen, jetzt muss die Regierung selbstverständlich mit allem Schluss machen. Und sie hat auch ganz recht, mit allem Schluss zu machen, und zwar ganz radikal. Aber natürlich müssen die Dörfer saniert werden irgendwann. Die Landflucht ist derartig verheerend und zum Teil auch schuld an dem Mangel, nicht, der da entstanden ist. Entschuldigen Sie nochmal, dass ich da nachhake, unter Kollegen. Ich würde sehr gerne verstehen, würden Sie nach wie vor dran festhalten wollen, dass der Plan nicht bestand, Sie zu schleifen und damit sozusagen eine soziale Gleichstellung zu schaffen und nationale Minderheiten ihrer kulturellen und nationalen Identität zu berauben. Würden Sie das auch heute noch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Der Reagan hat immer gesagt, er macht SDI, was physikalisch, technisch und finanziell unmöglich war. Dass der Ceausescu einen totalitären Traum geträumt hat, das ist sicher richtig. Wollte das Land proletarisieren. Es ist Bukarest sehr weit weg von vielen Landschaften. Das haben damals schon kommunale Führer gesagt, die haben gesagt, Kinder, lasst doch den reden, machen wir nie, haben wir erstens nicht das Geld, wollen wir nicht bezahlen, außerdem wollen wir auch gar nicht.
Also es gibt Realitäten, über die wir berichten müssen, nicht nur über Verlautbarungen. Und wenn die dann drei oder vier zweistöckige Häuser, ich weiß ja, als ich zum ersten Mal dort war, und zwar frei im Land, habe ich gesagt, wo ist denn das agroindustrielle Zentrum? Zeigt es mir, auf das ihr so wahnsinnig stolz seid, unverständlicherweise für mich. Na ja, sind ein paar lausige Häuser in einem Dorf. Die hat es gab ja auch riesige Protestfälle, die vielleicht dazu geführt haben, dass nicht so viele Dörfer geschliffen wurden. Naja, das ist dann hinterher immer so, dass man sagt, also es werden 8000 Dörfer geschleift, wenn sich dann rausstellt, sie sind Gott sei Dank, jedes Dorf, damit wir uns nicht missverstehen, das zerstört worden wäre oder zerstört worden ist, ist eine Katastrophe. Aber wenn sich dann das als falsch herausstellt, dann sagt jeder, naja, weil wir es eben behauptet haben, ist es nicht passiert. Also würden auch jetzt im Nachhinein sagen, dieser Bericht war kein Fehler. Wenn Sie ihn heute wieder anschauen würden, würde ich sagen, ich würde etwas schärfer mit Ceausescu umgegangen sein in einem anderen Zusammenhang, nach dem, was ich weiß. Aber also die sogenannte Systematisierung, wenn Sie in Rumänien, wenn wir jetzt einen Sprachwissenschaftler hier sitzen hätten, der würde uns auch bestätigen, dass das schlicht und einfach eine polemische Übersetzung ist. Das heißt Dorfsanierung. Gut, Herr Linder, also wir nehmen das. Gerade einen Satz dazu, Giovanni. Also finden Sie denn nicht, dass die Leute selber entscheiden müssen? Und alle Interviews, die ich gesehen habe mit Dorfbewohnern, die haben sich doch vehement dagegen gewehrt, dass sie weg mussten. Wie soll ich Ihnen klar machen? Völlig Ihrer Meinung, aber das ist nicht der Punkt. Also wenn Sie als Reporter, sage ich jetzt mal schlicht und einfach, Flugzeugabsturz und Sie sagen, es waren zwei Jumbos, es hat 1000 Tote gegeben. Und es stellt sich am nächsten Tag raus, es waren nur 20. Dann sind die 20 schlimm, furchtbar, eine Tragödie. Aber ich glaube nicht, dass auch das schlimmste Regime einen berechtigt, nicht nach bestem Wissen und Gewissen das zu berichten, was man sieht. Und in diesem Bericht, offenbar haben Sie ihn nicht gesehen, war das natürlich, dieser Vorwurf steckte genau drin. Herr Lindler, aber dies ist natürlich insofern... Wenn es da einen Journalisten gibt, der selbst in diesem Falle nicht gleich das Reich des Bösen mahnt. Aber Herr Barrow, das ist sehr gefährlich, was Sie sagen. Denn natürlich hätte man auch 36 kommen können nach Deutschland, das haben ja viele gemacht. Und da wurden eben wunderbare KZ-Baracken gezeigt in Dachau, wo die Häftlinge vorher noch die Blumen rauskehrten und schöne Parkbänke. Und dann begann der Straßenbau und alles so ordentlich. Und der Berichterstatter sagt, es ist doch alles so schön ordentlich, es ist meine Pflicht. Die Pflicht des Reporters ist es doch eigentlich, da hinter den Kulissen. Bloß es ist ausgesprochen unfair, die Berichte, die Herr Lindler da gegeben hat, mit diesen Berichten jetzt zu vergleichen. Das will ich auch gar nicht tun. Ich bin ja auf Sie eingegangen. Nicht den Charakter. Ich bin auf Sie eingegangen, weil Sie gesagt haben, es ist auch lobenswert, dass jemand es so darstellt, wie es so augenscheinlich erstmal darstellt. Der hat einen Teil der Wirklichkeit Rumäniens dargestellt. Ja, wir haben nur einen anderen Teil zugelassen. Das sagt ja der BBC-Kollege. Wenn er sagt, ich kann auch nicht berichten, dass die Karpaten hoch sind, sie müssen nieder sein. Es gibt bestimmte Dinge, die müssen Sie berichten, auch wenn es uns nicht gefällt. Das ist so. Auch auf die Gefahr, jemanden zu stabilisieren, der eigentlich ein Schwein ist. Also, wenn Sie von mir als Journalist verlangen, dass ich Politik machen soll, dann muss ich Ihnen sofort recht geben, ich bin nicht dazu bereit. Ich versuche zu erzählen, was ich gesehen habe. Ich versuche zu erzählen, was ich gehört habe. Die Zuschauer sollen sich selber ihre Meinung dazu bilden. Es gibt genügend andere, die anderes berichten. Nur das, was ich berichtet habe, muss auch berichtet werden. Ich meine, es kann nicht wahr sein, wie geschehen, dass also, ich meine, die Situation war so desperat, der Mangel war so groß, dass also wirklich nicht mehr schlimmer werden konnte, eigentlich nur noch besser, weil es wirklich ganz schlecht war. Aber es gab im letzten Jahr keine Schlangen mehr vor Brotläden. Dies durfte man kaum sagen im Westen, ohne bezichtigt zu werden, dass man das Regime stützt. Es war schlicht und einfach, es gab mehr Brot. Da es nicht mehr schlechter werden konnte, war das kein großes Verdienst. Es tut mir leid, ich kann darauf keine Rücksicht nehmen. Herr Lindler, okay, das lassen wir einfach mal so stehen. Ich wollte Sie noch was anderes fragen, was jetzt eben auch in den Schlagzeilen war. Und das betrifft auch Rumänien, aber verbunden mit Ihrer Person. Und ich glaube, es ist eine Frage, die auch unsere Zuschauer interessiert. Denn ganz formell. Sie sind ja hier noch in guter Erinnerung, weil Sie auch mal Gastgeber waren dieser Sendung. Wie fühlen Sie sich eigentlich als Gast hier? Na wunderbar, fabelhaft, ich brauche nichts zu arbeiten. Oh, das werden wir noch sehen. Sie sagen, Sie haben immer darauf hingewiesen, auf die Probleme, die kommen könnten, auf die Unruhen, die kommen könnten in Rumänien. Als es dann soweit war, konnten Sie nicht so richtig, wie Sie wollten. Einmal, weil Sie nicht genug Material hatten und auch nicht genug Mitarbeiter. Ist nicht ganz korrekt, aber
Lassen Sie mich die Geschichte erst noch zu Ende erzählen, so wie ich sie kenne, aus der Presse. Ich weiß doch, Talkshows dienen dazu, dass sich der Talkmaster durch Fragen profiliert. Na, das wäre ganz falsch. Linda, diese Vorbilder haben wir nicht mehr. Herr Lindler, noch, und während Ihr Arbeitgeber, also der Bayerische Rundfunk, sagt, nein, der Herr Lindler hat ganz im Gegenteil gesagt, dass um die Weihnachtszeit, wenn es losgeht, dann geht es in Belgrad los und nicht in Bukarest. Ich bin kein Hellseher. Also in Belgrad hätte die Regierung auch stürzen können. Zeigen Sie mir den, der vorhersagen kann, wo es schneller losgeht. Also so genau weiß ich. Auf jeden Fall, ich weiß viel, aber so genau weiß ich nicht. Der Stand ist, wenn ich richtig informiert bin, und ich bitte, ich hoffe, dass falsch informiert. Ich hoffe, dass ich mich nicht falsch profiliere. Sie können alles gerade stellen, Herr Lindler, dass Sie um die Entbindung von Ihrem Posten dort. Tut mir leid, dass Sie alle nicht mehr drankommen, weil ich das jetzt alles berichtigen muss. Aber müssen wir alles korrigieren, absolut. Nein, also darauf kann ich eigentlich nur eine satirische Antwort geben. Ja. Die Satire ist, stellen Sie sich vor, ich bin der Fernsehdirektor, der Feller ist viel schöner als ich. Feller ist der Fernsehdirektor aber des Bayerischen. Stellen Sie sich das vor, dann würde ich sagen, also in diesem Berichtsgebiet, da findet jetzt eigentlich der Sieg des Kapitalismus über den Sozialismus statt? Das ist eine ideologisch wichtige Frage. Und da muss das eigentlich mit der Sicht der CSU gesehen werden, weil das ist ja, hat ja eine Mehrheit. Das sind ja ordentliche Wahlen. Also, wenn wir dem Lindler kein Personal geben, das er seit März 88 fordert, genau für diesen Fall, und der den journalistischen Bankrott dieses Büros erklärt hat, wenn nichts passiert, wenn nicht Reporter kommen, um für einen solchen Fall gerüstet zu sein, die schickt man ihm nicht. Und dann haben wir da in München haben wir den Pressechef vom Strauß, den Godel Rosenberg, der kann dann auch, der ist im Ausland tätig. Und dann läuft das alles viel besser. Und wir wissen außerdem, der kann nicht laufen. Und außerdem wissen wir, der Flugplatz ist gesperrt. Und außerdem kriegt er keinen Wagen. Jetzt geben wir dem auch noch den Auftrag, dahin zu fahren, und dann muss der Nein sagen. Das ist doch ganz prima. Und wenn der weiter uns auf den Wecker fällt und will immer wieder Reporter, um dieser historischen Herausforderung dort journalistisch begegnen zu können, dann schickt man ihm einen aus der Hans-Seidel-Stiftung und dann schickt man ihm einen vom Bayern-Kurier und dann lehnen wir uns zurück und warten, bis der explodiert, weil irgendwann explodiert er. Und das ist jetzt also passiert das, in den das ist, nein, nein, das war jetzt reine Satire, wenn Sie mich, im Ernst fragen. Sind Sie explodiert? Ich habe also erklärt, dass ich versetzt werden möchte. Ich habe hingeschmissen in Wien aus diesem Grund. Es gibt seit März 88 von mir, das ist belegbar, dokumentierbar, den Hinweis darauf, dass die ungeheuerlichen Veränderungen in unserem Berichtsgebiet einfach Reporter fordern. Wir können nicht in Sofia, Belgrad, Bukarest und Budapest zugleich sein. Mit anderthalb Mann. Geht nicht. Ich habe noch am 8.12., wenn Sie es so genau wissen wollen, da war von Ceausescu Sturz und Revolution keine Rede, habe ich gesagt, ich übernehme jetzt keine Verantwortung mehr dafür, dass unsere Zuschauer richtig unterrichtet werden aus diesem Berichtsgebiet. Herr Lindler, wenn es so ist, nichts passiert ist, habe ich halt hingeschmissen. Wenn es so ist, wie Sie es in der Satire gerade beschrieben haben, na, das und Sie jetzt die Brocken hinschmeißen, tun Sie Ihnen da nicht einen Gefallen? Wenn ich habe hingeschmissen. Ja. Haben Sie nicht einen Gefallen damit getan? Wem? Naja, den Menschen, den Sie, die Sie in der Satire... Ich bin ganz sicher, dass unsere Hierarchen und vor allen Dingen der Fernsehdirektor sehr noble und sehr gute Gründe für ihre Entscheidungen haben. Ich habe gar keine Nacht darüber nachgedacht, mir ist nichts eingefallen, aber die werden vernünftige Gründe haben. Also was bin ich da? Ich bin ja nur ein Reporter, ich bin ein Fernsehkuli. Also was soll ich machen? Herr Fernsehkuli, wo würden Sie denn jetzt gerne hin? Fragen Sie mich das im Ernst? Ja. Also irgendwo in die Karibik. Da Reportagen machen? Nein, so. Aber Sie können uns doch nicht im Ernst erzählen, dass Sie es aushalten würden ohne Arbeit. Mühelos. Mühelos? Wenn der Bayerische Rundfunk mir heute sagt, Junge, du kriegst dein Gehalt weiter, ich räume nicht mal mehr meinen Schreibtisch auf. Ehrlich? Ja, ja, ehrlich. Und wenn der Bayerische Rundfunk sagt, nein, wir wollen Ihre hochgeschätzte Arbeit noch weiter haben? Na ja, dann wird er sie kriegen. Und von welchem Gebiet am liebsten?
Naja, das haben wir ja nicht. Die Steigner-Kommission hat ja die Welt aufgeteilt. Und ja, das Land, das mich am meisten fasziniert, ist, gehört nicht zu unserem Bereich, gehört nicht zum Bayerischen Rundfunk. Das ist also eine rein fiktive Möglichkeit. Welches Amerika hat mich sehr, immer sehr interessiert und habe ja auch viel dort gemacht. Das würde ich sehr gern tun. Ich würde ein paar andere Dinge ganz gern tun. Ich würde das Programm gern verändern. Ich würde also gern Intendant sein und 50% rausschmeißen und 20% reinholen, die wir dringend brauchen. Solche Sachen würde ich gern machen. Nur leider, das ist alles fiktiv. Ne? Herr Lindler, vielleicht so fiktiv gar nicht, denn es geht ihm mehr, dass die Verantwortlichen beim Bayerischen Rundfunk immer über Kabel Radio Bremen sich anschauen. Vielleicht haben Sie diesen Wunsch aufgenommen. Und vielleicht kriegen Sie ein ganz unerwartetes Angebot. Ich bin nicht so sicher, ob sich die das anschauen. Das ist kontrollieren schon, aber anschauen, das glaube ich nicht. Sie kennen die Gepflogenheiten hier in der Sendung. Ich habe schon die Schilder mehrmals hoch. Wir sollen aufhören. Wir müssen aufhören. Aber jetzt kommt ein Gast, von dem ich sicher bin, dass er auch Sie sehr interessieren wird. Dazu muss ich ein paar Erläuterungen geben. Im letzten Spiegel. Das kann nur der Fehler sein, weil dem wollte ich schon lange was fragen. Das ist Ihre große Angst, aber Sie haben ihn leider nicht bekommen. Der hat Lindlau gehört und hat gesagt, dann komme ich nicht. Sonst ja, das glaube ich nicht. Doch. Wirklich? Also lassen Sie mich jetzt erklären. Wird immer schlimmer. Also im Spiegel dieser Woche war ein Bericht, der für großes Aufsehen erregt hat. Der Spiegel hat einen Mann gefunden, der behauptet hat, und der Spiegel hat es durch zahlreiche andere Aussagen dann noch gestützt, die SED habe hier in der Bundesrepublik eine Geheimarmee unterhalten. Die Mitglieder dieser Geheimarmee sollen Mitglieder gewesen sein der Deutschen Kommunistischen Partei hier in der Bundesrepublik. Ja. Und wir haben den Kronzeugen dieses Spiegelberichts heute Abend in der Sendung. Ich darf hier neben mich bitten den Lothar Oerte. Bitte schön. Versuchen Sie reinzuklettern. Bitte sagen Sie es noch mal laut. Mit Mikrofon. Mit Mikrofon. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich bitte schon. Sagen Sie es bitte noch mal laut. Ich hätte einfach nur die Bitte, dass die Fotografen nicht mich direkt aufnehmen. Mhm. Dazu, ich habe mich auch ein bisschen entstellen lassen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich habe noch berufliche Pläne und trete deshalb auch nicht unter meinem richtigen Namen auf. Ja. Bin Lothar, gerne bereit, über alles zu reden, aber die Bitte hätte ich ganz dringend, das nicht zu tun. Aber wenn Sie das nicht gesagt hätten, wäre es überhaupt niemand aufgefallen. Ja, nein, dann hätte ich es angesprochen. Ganz sicher nicht. Lindler, ich hätte es angesprochen. Ist die Tatsache, dass Sie hier mit Decknamen auftreten, dass Sie auf Ihren Wunsch etwas verändert worden sind, hat dies alleine damit zu tun, wie Sie es eben andeuteten, dass Sie berufliche Pläne haben? Haben Sie sonst vor niemandem Angst? Ich habe in der Tat vor niemandem Angst, weil im Zusammenhang mit der Veröffentlichung im Spiegel habe ich mich auch der Frankfurter Staatsanwaltschaft gestellt, habe denen die gleichen Informationen zur Verfügung gestellt, wie ich das beim Spiegel gemacht habe. Ja. Meine Freunde, mein Bekanntenkreis, sowohl das, was ehemalige DKP-Szene angeht, als auch diejenigen, die ich mir im letzten Jahr neu gewinnen konnte als Freunde und Bekannte, kennen das, kennen auch meine Beweggründe. Insofern habe ich keine Angst und keinen Grund, außer dem, den ich genannt habe. Sie wollen ein neues Leben anfangen mit einem neuen Beruf. Ich bin kräftig dabei, ja. Nun hätten Sie ja, wenn die Geschichte stimmt, die Sie erzählt haben, auch einigen Grund gehabt, Angst zu haben. Was Sie da in einer eidesstattlichen Versicherung erklärt haben, ist ja eigentlich ungeheuerlich. Da gab es also eine kleine Armee von Menschen hier, die in der Lage gewesen wären und auch sollten, Anschläge zu verüben mit Sprengstoffattentaten, dass sie Gefangenenbefreiung und Ähnliches unternehmen sollten, ausgebildet an den modernsten Waffen. Sie waren bis vor kurzem Mitglied der DKP, haben sich dieser Partei mit Leib und Seele verschrieben. Jetzt durch Ihre Aussagen riskiert diese Ihre ehemalige Partei, womöglich sogar das Verbot, eine Reihe von Mitgliedern Ihrer Partei, die Strafverfolgung. Warum, Herr Oerte, geht mir schwer über die Lippen, haben Sie ausgepackt? Wenn ich es mal ganz persönlich aufzäumen kann, wie es sich auch bei mir entwickelt hat, Sie können dann gerne noch, weil Sie sicher auch einige politische Sachen damit verbinden wollen, nachfragen. Es sind in den letzten 2 Monaten Dinge passiert mit mir, die mir gezeigt haben, es genügt einfach nicht aufzuhören als Hauptamtlicher und
zu sagen, ich trete aus der DKP aus. Es genügt auch nicht, einfach nur zu sagen, ich beende meine Tätigkeit in dieser Militärorganisation. Ich habe nämlich Folgendes erlebt. Ich habe Anfang November, Ende Oktober, Anfang November im Fernsehen gesehen, wie die Aschen der Stasi-Akten rauchten. Und da habe ich mich gefragt, wofür bist du jetzt? Bist du dafür, dass alles verbrannt wird? Dann ist auch das, was von dir dabei ist, unter Umständen weg und du kannst sagen, damit ist die Sache erledigt. Oder bist du dafür, dass alles auf den Tisch kommt, aufgearbeitet werden kann? Und der betroffenen Bevölkerung hier wie dort und der Geschichte, wenn man so will, zur Verfügung steht. Und da habe ich gemerkt, ich hänge immer noch in diesem Zwiespalt drin. Das eine wäre eine stille Fortführung einer Kumpanei. Und das andere würde bedeuten, dass ich halt mir überlegen muss, wie stelle ich mich dazu. Und wenn dann noch hinzukommt, dass, das ist natürlich jetzt sehr persönlich, wenn beim Tanzen eine Frau, die mir sehr viel bedeutet, zu mir sagt, schön, dass es dich gibt, die sehr viel von mir weiß schon, aber nur diesen Punkt nicht. Und wenn ich dann am Tag darauf ein Gedicht lese in der Buchhandlung von Ossip Mandelstamm, wo der von sich sagen kann, dass er nicht von wölfischem Blut ist und ich aber in meinem jetzt schon ziemlich lange dauernden Nachdenken merke, du warst eigentlich auf einer Seite, die genau diesen Menschen wie viele, viele andere auf dem Gewissen hat und du kannst das von dir nicht sagen, da war der für mich so ein Knacks einfach da, wo ich gesagt habe, du gehst jetzt noch einen Schritt weiter. Wann ist dieser Knacks gekommen? Wie lange hat das gedauert, bis dieser Knacks da war? Also diese drei Sachen, die ich Ihnen jetzt gesagt habe, die lagen alle so im Abstand von 14 Tagen. Und dann haben Sie sich entschlossen, im Oktober, November dieses letzten Jahres. Und wann sind Sie ausgetreten? Ich bin ausgetreten am 31. August und aufgehört als Hauptamtlicher habe ich, das war fließend. Sie waren in der Parteizentrale. April, Mai. Hauptamtlicher Funktionär der DKP. In Düsseldorf. War im April. Ja, ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Das heißt, es gab vorher schon Zerwürfnis mit den Zielen der Partei. Ja, natürlich. Sonst, ja. Und das hat länger gedauert als auch nur, oder hat schon vorher begonnen, lange vor diesem Datum, aber ich war auch innerlich schon mehr fertig mit den Grundlagen der Politik, als ich das vielleicht nach außen geäußert habe. Herr Otter, nun gibt es ja eine ganze Menge wichtiger Menschen in diesem Land, die halten diese ganze Geschichte für eine Räuberpistole. Ja. Die Nachrichtendienste haben gesagt, es ist nicht möglich. Der Verfassungsschutz, der es ja eigentlich immer ganz genau weiß, sagt, das kann nicht sein. Verunsichert Sie das nicht? Nein, weil ich ja weiß, was ich mitgemacht habe, jetzt nicht im erleidenden Sinne, sondern im Sinne des Beteiligtseins. Wie war denn wenn ich zum Beispiel, ich kann das gleich jetzt einfügen, wenn ich zum Beispiel von September bis Dezember, kriminelle Vereinigung. von September bis Dezember 1975 südlich des Scharmützelsees. Am, Sie eine schöne Gegend. Ich ja, eine wunderschöne Gegend am Rande eines Truppenübungsplatzes. Drei Monate Grundlehrgang ja. mache und dann ich in Jahren. Gewusst, ich hätte einfach gern gewusst, das ist ja, was Sie schildern, ist ein terroristisches Kommandounternehmen. Da gibt es bestimmte Ausbildungskriterien, da gibt es eine bestimmte Bewaffnung. Ich hätte gern also sozusagen etwas Butter bei den Fischen. Ganz konkret mal, jetzt unabhängig von Ihren persönlichen Problemen und politischen Problemen und dass Sie vielleicht einer Frau nicht in die Augen schauen können oder so, kann man etwas Näheres über die Ausbildung konkret erfahren? Ja, ich war gerade dabei. Wie gesagt, die Ausbildung von mir begann 1975 mit einem dreimonatigen Grundlehrgang, der einschloss sowohl Militärdoktrinfragen als auch Taktik der Kampfgruppen durch Ausbilder der SED, wo ich nicht genau lokalisieren kann, wo gehörten die hin. Wie groß waren die Kampfgruppen? So ein Lehrgang war zwischen 8 und 10 Leuten. Fallschirmspringen natürlich? Nein, kein Fallschirmspringen, aber infanteristische Grundausbildung, Ausbildung an allen Handfeuerwaffen, Sprengausbildung. Welchen Handfeuerwaffen? AK-47, P-38, 08. Das ist eine Faustfeuerwaffe. Aber es zählt auch noch unter Handfeuerwaffe. Was der alles weiß? G3, Uzi, Skorpion. Er wollte es so wissen, so genau. Ist das denn schon was Ordentliches oder ist das Fuzzi-Waffe? Nein, das ist schlimm. Das ist alles furchtbar. Entschuldigung, über sowas soll man wirklich nicht lachen. Das ist für größere Gangster. Nur ich wollte es einfach genau wissen. Ich frage auch schon nichts mehr. Völlig korrekt, nur es ist halt ziemlich schwierig, da konkret was mit anzufangen. Und ich halte das auch nicht für das Wesentliche, den wesentlichen Teil dieses Problems. Aber daran erkennt man sehr oft, ob jemand so ein Ding wirklich in der Hand gehabt hat.
I'm so sorry, aber... Ja, ja, Sie haben schon recht. Können Sie uns vielleicht sagen, nochmal zurück zur Frage, dass es viele bezweifeln. Ist das mein Wasser? Sie können es gerne haben, das ist meins, aber ich gebe Ihnen gerne mein Wasser. Danke. Gehen Sie bloß nicht an die Erdnüsse, das sind seine. Ah ja, nee, nee, mit das dem lege ich mich nicht. Da holt er seine Handfeuerwaffen raus. Herr Oettel, nochmal zurück, dass es viele bezweifeln. Sie sagen, es müssen ungefähr 300 Mann gewesen sein, die in den Jahren sukzessive ausgebildet wurden, immer in kleinen Einheiten. Ist es denn möglich, über so viele Jahre, dass dieses Unternehmen geheim blieb bis jetzt? Denn das sind ja nicht nur 300 Leute, die da ausgebildet wurden, sondern es ist ja auch ein Angehörigenkreis, Vertrauenspersonen, denen man das erzählt und so weiter. Ja, ich sage immer 200 bis 300. Das sind meine korrekten Schätzungen. Wenn Sie mich gefragt hätten vor 2 Monaten, ob das möglich ist, hätte ich gesagt nein, weil ich eigentlich schon seit längerem davon ausgegangen bin, das ist bekannt. Wenn das stimmt, was der Verfassungsschutz sagt, dann muss ich jetzt davon ausgehen, es ist offensichtlich möglich, bei allem... Dass es nicht bekannt ist. Ja, offensichtlich. Ich hätte es nur nicht geglaubt. Ich bin davon ausgegangen, es ist bekannt in irgendeiner Form und aus Opportunitätsgründen geht man da nicht dran. Warum? Was ist Ihre Vermutung, dass der Verfassungsschutz da nicht rangeht? Wie gesagt, jetzt höre ich, dass er es nicht wusste. Aber meine also, Interpretation... Dass er gesagt hat, er hat es ja, nicht gewusst. Ich höre, dass er es sagt, er hat es nicht gewusst. Vorher war meine Erklärung die, dass es eigentlich viel besser ist, wenn man alles so lässt, dass die Kommunisten sich gegenseitig im Weg stehen. Weil das war so der Punkt, wo ich ins Nachdenken gekommen bin. Da diskutiert eine DKP, diskutiert ihre Politik und es geht nicht. Und ich wusste über diesen einen Strang, das liegt daran, weil das ein unmittelbarer Ableger der SED ist. Jetzt weiß man über die Finanzierung alles im Klartext. Man weiß über die Kaderpolitik, die von der SED gesteuert worden ist. Das Ding konnte sich nicht bewegen und ich dachte, diejenigen, die hier ein Interesse daran haben, dass die Kommunisten keine Wirksamkeit kriegen, die sagen, lass das mal so, das wird so sich weiter selber isolieren und das ist das Beste, was uns passiert. Aber was hätten die konkret machen sollen? Also Rücken sprengen, was weiß ich, Attentate ausführen. Was konkret sollten die machen? Das genau hat er sehr beschrieben, aber sagen Sie es nochmal. Das haben ja bestimmt nicht alle Leute im Spiegel gelesen. Das ist in der Tat das Problem, weil Ihre Frage zielt sicher darauf ab, was sollte im Jahr 1978 oder 89 passieren. Wofür waren Sie ausgebildet? Ich kann das gerne machen. Sprengstoff hatten Sie? Was weiß ich? Wie war das gemacht? Ich kann es ganz gerne versuchen zu beantworten. Die müssten dann einfach nur mal kurz abwarten. Wir sind der Händler hat das erklärt, Talkshows sind die Sendungen, wo über die Fragen... Ja, ne? Sind wir uns völlig einig. völlig okay. Wir sind so ausgebildet worden, dass es bestimmte Einsatzszenarios gab, in denen dann diese Kampfgruppen auf Weisung eines übergeordneten Kommandos, eines Militärrates, der DKP, wie es manchmal hieß, zu handeln hätten. Solche Einsatzszenarien sahen ungefähr so aus, wenn die Bundesrepublik einen Krieg gegen die sozialistischen Staaten führt oder von der Bundesrepublik aus einen Krieg gegen Dritte Weltstaaten oder nationale Befreiungsbewegungen oder in der Bundesrepublik es zu, wie es hieß, Aufschwung von revolutionären Bewegungen und reaktionären Gegenaktionen der Staatsgewalt kommt, dann ist es möglich, dass diese Kampfgruppen handeln, entsprechend ihrer Ausbildung und entsprechend ihrem Auftrag. Aber eine Frage, Sie haben sich vorhin geschildert als ein Mensch mit viel Gefühlen, mit poetischen Gefühlen sogar. Ja. Hätten Sie denn tatsächlich Menschen umgebracht? Ist Ihnen das nie komisch vorgekommen? Sie haben das doch eine Weile gemacht. Für mich ist das ein Widerspruch. Ja. Das ist in der Tat eine Frage, die kann ich einfach... Ich kann nur einfach sagen, dass ich bis heute keinen Menschen auf dem Gewissen habe. Ich kann über dieses Was wäre, wenn nicht mit Ja oder Nein antworten. Warum haben Sie da mitgemacht? Das ist doch eine brutale Sache gewesen. Ja, da ich jetzt das schon immer und immer wieder hin und her gewälzt habe, fällt es mir zunehmend schwerer, meine damaligen Motive zu vertreten und zu sagen, ja, das war das, das ist glaubhaft gewesen. Wenn man sich in einer Zeit entscheidet, ich kann es nur mal selber sagen, ich glaube, dass Sie es durchaus verstehen. Also wenn ich das so höre, können Sie eigentlich nicht sehr gefährlich gewesen sein. Bitte? Wenn ich das so höre, waren Sie nicht sehr gefährlich. Ich würde sagen, haben Sie recht. Das ist dann die beste Möglichkeit, die man einfach dann im Raum stehen lassen kann. Ich kann es nur nicht dabei belassen, weil ich weiß, dass solche Organisationen und zur Not auch ich in ganz bestimmten Zusammenhängen dann zu Dingen fähig ist, über die Sie jetzt hier diskutiert haben
und wo man in die DDR reinguckt, wo das bisschen, ich nenne das jetzt mal, ohne abfällig zu sein, gegenüber anderen Teilen der Welt mitteleuropäisch abgemildert nimmt. Für mich ist das derselbe Komplex, sodass Sie sagen können, Sie müssten eigentlich ziemlich harmlos gewesen sein, aber ich glaube, das ist nur die eine Möglichkeit. Das Spektrum der Möglichkeiten geht genauso gut in die andere Richtung. Und das war letztendlich für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, das kann ich nicht mehr mitmachen. Wie effektiv, um diese Frage nochmal aufzugreifen, wären Sie denn gewesen? Also ich glaube schon, dass Leute, die über mehrere Jahre, auch hier in der Bundesrepublik, relativ harmlos, ohne Waffen hier zu haben, ohne Materiallager anzulegen, ohne in eine einzige Aktion zu gehen, aber militärisch ausgebildet für eine Kampfgruppentaktik über mehrere Jahre hinaus in konspirativen Verbindungen gewöhnt, wenn die in einer bestimmten Situation, wo es auch noch vom Szenario her stimmt, gesagt bekommen, handelt, ich glaube, es wäre gelaufen. Es wäre gelaufen. Sie haben ja auch gesagt, im Spiegel jedenfalls, Sie waren auf dem Stand der RAF-Terroristen. Jetzt weiß ich nicht, was Sie im Auge haben, wenn Sie sagen mit Stand. Aber das heißt, wenn Sie die technische Seite meinen, ist in der Ausbildung eingeschlossen, wie man zum Beispiel ein Fahrzeug so gezielt mit einer Ladung sprengt, dass man genau das hintere Teil trifft. Das war für mich auch, dieses Herrhausen-Attentat ist direkt in meiner Heimat gewesen. Ein Punkt, wo ich gedacht habe, Mensch, das kannst du mit ein paar Leuten exakt genauso machen. Von der technischen Seite her. Also wär mir zu makaber jetzt zu... Bitte? In einem Vierteljahr, weil Sie das geschafft haben, so einen korrekten Framework zu machen. Glauben Sie das wirklich? Ich möchte mich da jetzt... Vielleicht muss ich die Frage nochmal wiederholen. Die Frage, ich weiß nicht, ob es jeder gehört hat, ob so eine komplizierte Sprengausbildung in 3 Monaten möglich ist, war die Frage des Zuschauers. Also ich glaube schon, dass sie möglich ist. Ich möchte mich aber jetzt nicht gerne messen, also so in der Fragestellung, könnt ihr das wirklich, dass ich mich mit Qualifikationen brüste, die ich am liebsten nicht mehr hätte? Ja, nehmt es mir nicht übel, aber ich finde das wirklich etwas makaber. Es gibt kaum Fakten und wir reden jetzt ernsthaft darüber, ob man den hinteren Teil eines Autos genau in die Luft sprengen kann oder nicht. Also, Linda, da muss ich widersprechen. Fakten sind hier nicht interessant. Also wozu das wirklich ein guter Kommentar ist, das ist zu seiner Frage vorhin über dieses Schweinsee aus Sescu, die nichts erklärt, die alles verhüllt, was da Wirklichkeit ist. Wir haben es da mit Warnsystemen zu tun, die sogar Teile bloß des menschlichen Gehirns beherrschen können, aber als Warnsysteme funktionsfähig sind. Das ist offensichtlich verrückt. Ja. Wie die RAF-Technologie und Politik auch verrückt ist. Genau. Aber das ist Wirklichkeit. Das ist ein Teil menschlicher Wirklichkeit. Und was mich vorhin besonders geärgert hat bei Ihrer Frageweise war, dass wir gucken auf die und nicht wissen, dass die andere Hälfte davon in uns sitzt. Was macht denn der CIA auf diesem Gebiet? Dass es nun zufällig gerade nicht ein zweites Amerika gibt, sonst würde das dort ebenso laufen. Aber Herr Barrow, das entschuldigt nichts. Wenn es die anderen, das entschuldigt gar nichts. Und Herr Lindor, es tut mir leid, weil... Ich muss Ihnen da wirklich widersprechen. Es ist nicht so, dass keine Fakten auf dem Tisch liegen. Wenn Sie den Spiegelbericht lesen, das sind 10 Seiten gespickt voller Fakten. Und es kann natürlich sein, dass der Spiegel einem Scharlatan aufgesessen ist. Das kann sein. Aber der Spiegel hat, und das wäre vielleicht doch noch eine Frage, die ich Ihnen gerne stellen möchte, Sie haben noch andere Leute interviewt, ungefähr 5, auch unter Decknamen, die im Wesentlichen das gestützt haben, was Sie gesagt haben. Haben sich denn in der Zwischenzeit noch Leute bei Ihnen gemeldet, die gesagt haben, wir würden das auch erzählen und auch bestätigen. Bei mir? Ja. Nein. Ist also nichts dazu gekommen? Ich hoffe ganz einfach, dass sich jetzt das, was ich spüre, was sich da tut, dass sich das also fortsetzt bis in die Reihen der Leute hinein, die in dieser MO noch drin sind, obwohl der ganze Laden natürlich ruht. Sie waren bei der Staatsanwaltschaft. Ja. Ich möchte versuchen, einfach von der anderen Seite jetzt herzukommen. Denen müssen Sie doch gesagt haben, der Herr A, der Herr B, der Herr C sind also bereit, konspirativ Attentate oder was auch immer zu begehen. Nehmt die fest, die sind gefährlich. Denen können Sie ja nicht Philosophie erzählt haben bei der Staatsanwaltschaft. Denen müssen Sie ja irgendwas Genaues erzählen. Haben Sie das getan? Nein, das ist genau der Punkt. Da müssen Sie genau wissen, es ist nicht ein Ding der Staatsanwaltschaft, dass es Leute gibt, die das können. Die gibt es vielfach. Jeder, der Sprengler, genau, und das ist ja nicht der Fall. Es ist im Moment, auch durch mein Herausgehen, liegt diese Sache
sprach. Ich weiß auch von den meisten, dass sie das Ding nicht mehr teilen. Das ist juristisch nicht haltbar. Vielleicht haben wir einen Juristen im Publikum. Kriminelle Vereinigung war es auf jeden Fall, so wie Sie es beschreiben. Ich kann mich jetzt ein Delikt des Vorfeldes. Weil ich auch kein Jurist bin. Gegen die Ordnung der Bundesrepublik. Also in höchsten Grade kann das verfolgt werden. Insofern. Es muss im Vorfeld verfolgt werden. Der Witz, der Paragraph oder das Delikt der kriminellen Vereinigung ist ja deswegen geschaffen, damit man so gefährliche Vereinigungen fassen kann, bevor sie etwas tun. Das heißt, wenn sie also hingehen, müssen die ja irgendwas tun. Und die Staatsanwaltschaft ermittelt ja auch gegen mich. Aha. Ich habe eine letzte Frage, was die Verantwortlichkeit anbelangt. Sie belasten schwer einige ganz konkrete Personen in der DKP. Sie nennen Namen, wer die Verantwortlichen waren in dieser Organisation. Sie sagen aber nicht, wer seitens der DDR die Verantwortung dafür hatte. Sie sagen an einer Stelle nur wörtlich, der Militärapparat der SED. Können Sie das genauer erklären? Also, dass ich da niemanden nennen kann, liegt daran, dass ich diese Leute nicht mit ihrer Identität kenne. Schlicht und einfach. Das ist das eine. Und das andere, mit Namen, das andere ist, es ist mir auch nicht möglich, ich habe das vorhin schon mal gesagt, zu sagen, die Leute, mit denen ich es dort zu tun hatte, weil ich hatte es entweder in dieser Ausbildungsbasis am Springsee mit ihnen zu tun oder in einer konspirativen Wohnung in Berlin-Ost, kann nicht sagen, sie gehören zum Stasi, sie gehören zu den Betriebskampfgruppen, zur NVA. Ich kann es nicht sagen. Und Sie haben auch keine Vermutung, weil Sie diesen ungewöhnlichen Begriff verwendet haben. Ja, mein Gedanke ist der... Ist das eine eigene Wortschöpfung oder ist dieser Begriff mal gefallen? Das ist ein Versuch von mir zu beschreiben, was ich denke, dass nämlich die SED, wie sich das jetzt auch herausstellt, im Grunde genommen für alle staatlichen Bereiche ihre eigene Organisationsstrecke hatte und entsprechend auch für alles, was sie bewaffnete Organe nennt, eine Strecke hat. Das und Zentralkomitee war sowieso die wirkliche Regierung des Landes. Sicher. Ja. Das ist also einfach exakt, wenn er das so nennt. Das ist unbestritten. Haben Sie Reaktionen bekommen Ihrer Partei inzwischen? Haben sich Genossen bei Ihnen gemeldet, die gesagt haben, was machst du da eigentlich? Also ich habe Sie sind jetzt, ja bestens bekannt, die wissen ja genau, wer das gesagt hat. Ja, ich habe jetzt sehr viel Anrufe bekommen, auch Briefe schon. Das sind aber alles Leute, die entweder schon raus sind aus der DKP oder kurz davor stehen. Und es sind noch dazu Leute, die das richtig finden, dass ich das getan habe. Oder zumindest einfach im positiven Sinne auch wissen wollen, warum ich es getan habe. Wissen Sie, dass Herbert Mies, der Parteichef der DKP, wenige Tage nach Bekanntwerden der Vorwurf von Herzinfarkt bekommen hat? Ich habe es heute in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Okay, gut, dann schweige ich jetzt. Wir werden es mit Spannung verfolgen, Herr Ortel, was da noch rausbekommt. Warum? Also können wir ein Mikrofon haben? Einen Herzinfarkt kann man also auch aus ganz anderen Gründen kriegen. Das ist richtig. Das ist richtig, aber in der Kombination ist es ganz unfair. Ja, aber es ist einfach passiert. Ja, es ist trotzdem nicht fair. Finden Sie es für den Herrn Mies unfair? Es ist der Sache nicht angemessen. Ja, wir stellen doch die Frage, ist das korrekt, was er sagt? Und Herr Lindner hat ja fast die Moderation übernommen und hat ihn insistiert. Der Kollege von der Bundeswehr da hinten hat gesagt... egal wie. Sind alle mit der dabei, Erfahrung ja. Hat genau, gesagt, also, es jeder dauert hat länger. Nicht getrunken und fast jeder war bei der Bundeswehr. Und jetzt wird mit dem Schlusswort, machen Sie eine Kombination mit der Gesundheit eines Menschen, auch eines DKP-Vorsitzenden, sollte man nicht so spielen. Okay, ich nehme das so an. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt das Schuldbewusstsein, aber ich akzeptiere, dass Sie es so sagen. Ja? Okay, Dankeschön. Das gönne ich Ihnen von ganzem Herzen. Danke, Herr Lindner.
Allgemeinen kann man sich ja nicht so gut erinnern, wenn man gefragt wird, was war denn genau vor 16 Jahren an einem ganz bestimmten Tag? Aber ich denke, Sie, Pierre Guillaume, können sich genau erinnern, was am 24. April 1974 morgens um 6.30 Uhr passierte. Ja, natürlich. Nämlich was? Meine Eltern wurden verhaftet. Ja, und ich saß alleine da und musste mit neuen Realitäten umgehen. Das war gut 2 Wochen nach Ihrem 17. Geburtstag. Mhm. Und Ihr Vater, Günther Guillaume, und Ihre Mutter, Christel Guillaume, wurden als Meisterspione, wie sie dann betitelt wurden, in der Presse verhaftet. Was war in dem Moment? Sind Sie da auch wach geworden? War das ganze Haus umstellt von Polizisten, von Verfassungsschutzbeamten? Oder wie spielte sich das damals ab? Ja, es war wirklich so eine klassische Verhaftungssituation. Mein Zimmer lag neben der Eingangstür. Es klingelte sehr früh, ungewöhnlich früh. So früh wäre wahrscheinlich niemand gekommen, kein Besuch. Ich war verschlafen, stand auf, guck zur Tür raus und sehe dann, dass der ganze Flur voller Leute ist, alle in Zivil. Ja, und sehe meinen Vater dann an der nächsten Tür, wo das Schlafzimmer war, im Bademantel stehen. Ja, und habe nicht mal an Verhaftung zuerst gedacht, sondern fast an eine Art Überfall oder sonst irgendeine Geschichte. Das war mir alles so weit fern und unverständlich. Ja, und in dem Moment, wo mein Vater zu mir guckt und wahrscheinlich auch ein Wort an mich richten wollte, tritt ein Mann in Zivil, ein Beamter, wie ich jetzt weiß, auf mich zu und bittet mich zurück ins Zimmer zu gehen. Nun, in dem Moment wurde mir so erstmal ein bisschen klar, also, dass eine Autorität hier gegenübertritt, der musste folgen und ich gehe in das Zimmer zurück und sitze erstmal völlig allein da. Und haben Angst gehabt wahrscheinlich auch, ne? Nee, nicht mal Angst. Das war einfach also so unglaublich, so unfassbar. Ihre Mutter war auch zu Hause? Alle waren zu Hause. Meine Mutter, die Großmutter, die immer mit in der Wohnung bei uns lebte. Ja, ich war isoliert in meinem Zimmer wieder, der kam auch nicht mit rein, sondern ich saß alleine da, die Tür wurde wieder angelehnt. Ja, und fing erst mal an nachzudenken. Was soll das alles? Was bedeutet das? Ging dann auch ans Fenster und das stimmt, was Sie sagen, guckte dann raus und merkte unten, dass eben Polizeiwagen da standen, dort auch Uniformierte rumliefen, auch Bewaffnete, dass also eine Bewegung da war, die auf eine Polizeiaktion schließen ließ. Und wann haben Sie erfahren, weswegen Ihre Eltern dann verhaftet wurden? Im Laufe des ersten Tages dann schon, weil meine Eltern wurden sehr schnell verhaftet an dem Morgen, also sehr schnell aus der Wohnung gebracht. Ihr Vater und Ihre Mutter konnten Ihnen gar nichts mehr sagen, was da sich eigentlich abspielt. Sie haben sich von mir verabschiedet und es waren Worte, sagen wir, ich würde heute sagen, die es beschönigen sollen, die abgewiegelt haben. Mach dir keine Sorgen, es ist ein Irrtum alles, es wird sich bald aufklären. Mehr eigentlich nicht. Und Oma und Sie haben das auch so gedacht dann? Oma ist auch verhaftet worden, ich war allein in der Wohnung. Sie waren mit 17 Jahren ganz allein? Ganz allein in der Wohnung, mit massenhaft Beamten. Einen, der dann mir vorgestellt wurde, als für mich zuständig. Und sehr vielen Untersuchungsbeamten, die sofort begannen, alles auseinanderzunehmen und eben die Hausdurchsuchung durchzuführen. Und haben die Sie auch verhört? Also ich bin offiziell nie verhört worden. Hing vielleicht damit zusammen, dass ich noch nicht volljährig war, aber hatte eben diesen einen Beamten an meiner Seite, der mich natürlich auch ausgefragt hat. Und über diese Fragen, die er mir gestellt hat, habe ich dann erst mal rausgekriegt, eigentlich, was man meinen Eltern vorwirft. Was hat er denn so gefragt? Er hat gefragt nach Reisen, die wir zusammen. Also ich merkte, an seinen Fragen war gut informiert. Also über unsere Familie. In dieser Stunde, als Sie da allein waren? Nein, im Laufe des Tages, dann des Vormittags dann. Mhm. Ich sollte mich dann anziehen und so. Überall in der Wohnung waren Beamte, Frauen bei meiner Mutter, bei meiner Großmutter. Mhm. Die konnten sich also nicht alleine anziehen. Also fast wie im Film, das Klassische. Und über diesen Beamten halt, und halt, er hat mir nicht konkret gesagt, das wirft man ihren Eltern vor, sondern er fragte halt, wie waren das auf den Reisen nach Holland, nach Frankreich, Norwegen oder mit Brandenburg. Und als Ihnen das dann so langsam dämmerte, so habe ich das vorhin verstanden, was waren da Ihre Gefühle? Ich meine, Ihr Vater war persönlicher Referent des Bundeskanzlers von Willy Brandt. Sie selber waren aktiv bei den Jusos, haben Willy Brandt auch sehr bewundert. Ja. Was ging da in Ihrem Kopf vor? Also, mir ehrlich sagen, dass ich die ersten Tage es eigentlich nicht geglaubt habe. Es war für mich so jenseits jeder Vorstellung, dass ich gedacht habe. Und dann wurde ich auch durch die Aussagen meiner Eltern bestärkt, diesen letzten Abschiedsworten, dass da einfach ein Irrtum vorliegen muss. Mhm. Dass es nicht stimmen kann, dass durch irgendwelche Sicherheitsüberprüfungen, durch einen Irrweg bei solchen Überprüfungen, ich wusste, meine Eltern sind aus der DDR gekommen, und ein Verdacht aufgekommen ist. Also ich habe es wirklich tagelang nicht geglaubt. Und wann haben Sie es dann geglaubt? Ich fing an, es glauben zu müssen, als ich von dieser Äußerung meines Vaters hörte, dass er sich praktisch erklärt hat als Offizier. Wann war das? Ein paar Tage später? Ja, das ist ja diese berühmte Äußerung, die immer wieder zitiert wird, auch in seinen Memoiren aufgetaucht ist, hier im Spiegel abgedruckt worden. Weihnachten 88. Langsam genug Werbung für den Spiegel gemacht. Ne? Na, pardon. Gut, okay. Ne? Aber das ist schon wichtig, weil diese Äußerung ist ja nach seiner Darstellung auch in meine Richtung oder für mich gefallen. Können Sie die noch mal sagen, wie die Äußerung war?
Sie wollen zurück, er ist Offizier der DDR und ihr Bürger. Es gab immer so einen abweichenden Offizier der NVA, wo das nicht ganz stimmte. Er gehört dem Ministerium für Staatssicherheit an, was eine andere Organisation ist, aber auch eine militärische Organisation hat, also auch einen Offiziersrang. Was der Punkt dabei war eben, das immer so dargestellt wurde, auch nachher in den Medien, diese Äußerung sei für mich gefallen, um mir einen ersten Tipp zu geben, eine erste Orientierung. Ich muss jetzt hier zum ersten Mal öffentlich sagen, ich habe diese Äußerung aus seinem Munde direkt nie gehört, sondern erst nachher über die Medien erfahren. Und wie ist das bei Ihnen angekommen? Das ist genauso wie das andere. Es war einfach nicht vorstellbar. Haben Sie sich öfter den Arm gezwickt und haben gedacht, das kann doch eigentlich nicht sein? Ja, ich dachte wirklich lange Zeit. Sie haben keine Ahnung gehabt? Überhaupt keine Ahnung. Nichts, nee, nicht mal geahnt. Also gewusst, ohnehin ist auch nicht mal geahnt. Vater ist morgens zur Arbeit gegangen, ja, eben persönlicher Referent von Willy Brandt. Ich bin dort aufgewachsen, ich bin im Westen geboren, das war ein ganz normaler Wehrgang meiner Eltern, sicher auch eine Karriere. Und als ich nach Bonn gekommen bin, habe ich mich auch gefreut, dass er an die Seite von Brandt kommt. Aber es lief alles so normal, auch in den ganzen bekannten Freundeskreis, Schule. Wie haben die denn eigentlich reagiert? Also sie oder war da Spießrutenlaufen? Nee, im Gegenteil, da habe ich sehr viel Glück gehabt. Also dieser enge Freundeskreis hatte einen, wie man so sagt, besten Freund, auch eine Freundin damals, haben also ohne Abstriche alle zu mir gestanden. Waren die misstrauisch und haben gedacht, na, ob der Pierre nicht auch was damit zu tun hat? Nee, gar nicht. Gar nicht? Kein bisschen. Und sind es gab ein paar Reaktionen nachher in der Klasse. Ich meine, da gab es auch das ganze Spektrum von denen, die ein bisschen mehr links standen, halt bei den Users mitgearbeitet haben, bis zu denen, die bei der Schülerunion waren. Naja, gab es ein paar verhaltene Reaktionen, aber auch die Lehrer und so. Also ich bin da relativ normal und gut behandelt worden. Auch damals war ich halt schon der Sohn. Ne? Den Eltern ist was passiert, aber es ist das Kind halt damals mit 17 noch. Ja. Und hat mir wahrscheinlich auch angemerkt, oder die ganze Situation, sich davon überrollt worden wurde. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin 17, habe die Pubertät gerade hinter mir oder bin noch mittendrin, je nachdem, wann sie angefangen hat. Und ich erfahre, meine Eltern, also wahrscheinlich die Leute, die sie dann neben ihre Freundin am liebsten gehabt haben in der Zeit, die werden verhaftet. Ich lese, da gingen ja ziemlich widerliche Dinge auch durch die Presse. Es wurde ja auch ziemlich durch den Dreck gezogen. Ja. Also das... Ich habe mir so überlegt, als ich mich vorbereitete auf den Abend heute, wie mir das gegangen wäre. Ich wäre so schockiert gewesen. Ich hätte sicherlich oft geheult abends oder hätte versucht, mit Leuten darüber zu reden. Oder sie konnten mit ihren Eltern ja auch nicht über die Sache reden, denn sie durften, als sie ihre Eltern im Gefängnis besucht haben, über die Sache nicht reden. Das ist so, das darf man einfach nicht, vor Prozessen. Wie können Sie, fühlen Sie das noch, wenn Sie da heute dran denken? Ich fühle das heute immer wieder, ja klar. Weil es damals auch eine Zeit war, wo ich wirklich kaum Ansprechpartner hatte und eine große Sorge. Bei meinen Eltern dachte ich immer noch, okay, die schaffen es irgendwie. Also ich noch dachte halt, das ist ein falscher Vorwurf. Sehr viel Sorge habe ich um meine Großmutter gehabt, die auch eine Nacht inhaftiert wurde im Bonner Gefängnis. Und ich konnte zwar mit meinen Freunden überreden, aber denen war genauso erstaunend und erschreckend da. Und ich bin dann sehr schnell in eine Situation reingekommen, wo ich einfach gezwungen war, mir als Andeutung aus dem vielen, was Sie gerade erwähnen, was durch die Presse lief, irgendwie selbst ein Bild zu zimmern. Mosaik aus dem, was sie von meinen Eltern wusste, was sie von ihnen hielt, ja, was gefühlsmäßig auch so da war. So schwer gewesen sein, weil das waren ja nicht die Eltern, die Sie 17 Jahre gekannt haben. Das waren ja plötzlich zwei, eigentlich zwei fremde Leute. Ich glaube, ich habe da getrennt auch. Für mich selbst. Geht das? Ich habe zumindest versucht. Ich musste es wahrscheinlich versuchen. Um selbst damit klarzukommen, um selbst auch wirklich darüber hinwegzukommen. Haben Sie sie eine Weile in der Zeit auch nicht so lieb gehabt wie vorher? Doch. Oder haben Sie da zu Ihren Eltern weiter? Ich habe zu meinen Eltern gestanden, ich habe sie wirklich geliebt und habe auch immer gedacht, dass sie, selbst wenn, was sie getan haben, gut, selbst wenn sie sich auf Brandt und auf den ganzen politischen Schaden, den es danach noch angerichtet hat, der auch mich irritiert hat, gibt es trotzdem noch eine andere emotionale, so eine Eltern-Kind-Beziehung, eine Ebene, wo sie eigentlich mir nicht haben schaden wollen. Auch mit ihrer Handlung nicht. Und dieses Grundgefühl ist eigentlich sehr lange erhalten geblieben bei mir. Sie waren bei den Jungsozialisten, habe ich vorhin schon gesagt. Und dabei nicht, stimmt nicht ganz. Also ich habe mit ihnen zusammengearbeitet, über die Falken ein bisschen mit reingekommen, Wahlkampf damals mitgemacht. Und haben eigentlich mit ihrem Vater oft auch Zoff gehabt, ne? Weil das war für sie ein rechter Sozi. Richtig, ja. Und als er nun im Gefängnis saß, haben sie gedacht, Mensch, der überholt mich ja noch links. Richtig. Sie nehmen jetzt meine Worte schon. Und waren Sie da auch ein bisschen stolz irgendwo nach so einer ersten Weile? Mensch, mein Vater, der Meisterspion, waren auch solche Gefühle da? Sie wurden bekannt dadurch? Waren da auch positive Gefühle da? Ja, ein bisschen. Sicher, es gab eine gewisse Prominenz, die Presse hat sich interessiert, man wurde ein bisschen hochgejubelt. Alles. So ein bisschen stolz auf den Vater oder ein starkes Interesse an ihm kam eigentlich später, nach dieser Phase der Untersuchungshaft, wo dann eben die normale Strafhaft anfing. Und auch, sagen wir mal, etwas ausführliche Gespräche während der Haft möglich waren, die mit meinem Vater vor allen Dingen teilweise sehr lang waren, als er in der Justizvollzugsanstalt Rheinbach gesessen hat und er auch sehr intensiv versucht hat, mir, sagen wir mal, einen Nährboden zu bereiten auf das Wiederzusammentreffen dann nach einem möglichen Austausch oder ein Absitzen der Haft.
Sie sind ja dann mit 18 in die DDR übergesiedelt, mit der Großmutter. Die DDR, nein, zuerst alleine. Zuerst allein, dann mit der Großmutter. Die DDR hat sich ja auch in diesem Jahr, in dem Sie noch in der Bundesrepublik waren, auch um Sie gekümmert, auch finanziell. Mhm. Und dann wurde aber gesagt, nee, jetzt kommt mal rüber. Wollten Sie das auch sofort? Nee, sofort nicht. Man hat es auch ein bisschen geschickter gemacht. Also man hat mich relativ schnell nach der Verhaftung meiner Eltern, war im Ostern 74, schon im Mai darauf eingeladen. Und dann war dann glaube, 4 oder 5 Monate danach auch noch in der DDR. Es gab ein paar Verwandte, von denen ich immer nur gehört hatte, über meinen Vater, die ja auch meistens in Rostock wohnten. Und hat mir dann so peu à peu so auch die Schokoladenseiten dieses Landes gezeigt. Also man hat im Interhotel gewohnt, man ging ins Theater, wir haben viel über Kultur geredet, durch die Buchläden gezogen, auch politisch diskutiert. Und Ihr Herz ging langsam auf für die DDR? Herz ging auf, gut, ich habe zumindest Interesse dafür gehabt. Meine, damals war die Informationsfülle über die DDR bei weitem nicht so groß wie heute. Und es war umgekehrt das DDR-Bild vielleicht auch ein bisschen idealisierter, zumindest in linken Kreisen. Und bei mir war es so eine Mischung, sagen wir mal, aus Zuneigung, Vertrauen zu meinen Eltern und einfach jugendlicher Neugier, dorthin zu gehen und zu sagen, das kann ich auch machen, das will ich machen. Und dann konnte man auch war der eine Zwang noch dabei, dass ich halt mein Abitur hätte im Westen, in Bonn, nicht zu Ende machen können. Ne? Weil wirklich gesagt wurde, okay, bis zu einem bestimmten Punkt geht es, können wir das auch aus den Konten deiner Eltern oder aus der DDR finanzieren, wo es bis zum Abitur ist, wenn es 2 Jahre gewesen, geht es halt nicht. Und ja, und ich habe mich damals nie damit beschäftigt, was, wie viele andere in der Klasse auch, was machst du nach dem Abitur? Ne? Man hat darauf zugearbeitet, vielleicht irgendwann ein Studium, bis konkrete Berufspläne hatten wir damals nicht, alle nicht. Ne? In der DDR sind Sie natürlich auch weiter zur Schule gegangen, aber das war schwierig. Das war doch ein ganz anderes Schulsystem als Sie, ja. Logischerweise. Als man hat damals noch nicht geglaubt, es auch nicht wissen können. Man hat natürlich ein bisschen da Schokolade aufs Brot geschmiert und gesagt, okay, diese EOS, eben erweiterte Oberschule, ist kein großer Unterschied zu einem westlichen oder humanistischen Gymnasium. Und sag mal, deine Ausbildung kannst du ähnlich straight fortsetzen und wirst dann auch zum Abitur kommen. Und ja, habe das geglaubt und auch versucht. Und im Prinzip dieses erste Jahr, dann im Sommer 75 dann rübergegangen, brachte auch schon den ersten Bruch. Dass ich halt mal große Schwierigkeiten mit dem Schulsystem hatte, große Schwierigkeiten mit den Mitschülern auch, die größtenteils jünger waren. Ich wurde noch zurückgestuft, weil man drüben nur 12 Jahre bis zum Abitur geht. Und dann war dann mit 2 Jahren Jüngeren zusammen. Waren Sie denn nicht so ein bisschen auch der King dann da in der Schule, also der Sohn des Meisterspions? Also ein bisschen der King, aber auch der Exot. Mhm. Und der aus dem Westen? Der aus dem Westen, einer der wenigen, die aus dem Westen in den Osten gehen, den man sich beschaut, wo man vorsichtig Fragen stellt. Da hat man auch eine, sagen wir mal, eine recht saubere Klasse ausgesucht und ich merkte auch, die Leute waren vorinformiert oder orientiert. Also vom 24. April 1974 an waren Sie was Besonderes. Sowohl im Westen wie auch im Osten. Und sind es im Grunde natürlich auch bis heute geblieben. Nun haben Sie die ganze Zeit trotzdem in der DDR verbracht, sind eben dort zur Schule gegangen, haben es aber nicht, glaube ich, zu Ende gemacht. Nö, da haben Sie so eine Wechselvollgeschichte, in Schule abgebrochen, dann habe ich mal ein Volontariat gemacht, 2 Semester Gebrauchsgrafik studiert, dann ging es so langsam Richtung Fotografie, dann das Prinzip, das waren so die Wechsel von Jahren ungefähr bis 80. Ja. Natürlich, was ganz wesentlich dabei war, ständig hin und her auch bedeuteten. Denn ich habe auch aus der DDR meine Eltern immer im Gefängnis besucht, bin also praktisch ständig zwischen Ost und West gependelt. Und war eigentlich habe zwar im Osten irgendwie gewohnt, aber im Westen doch gelebt. Hatte meine Freunde noch in den alten Freundeskreis bis 77 eine enge Bindung zu einer Freundin. Als Ihre Eltern dann ausgetauscht wurden, viel später, als Sie alle gedacht und gehofft hatten auch, da kam es aber doch zum Bruch, zumindest mit dem Vater nach relativ kurzer Zeit. Der Vater hat neu geheiratet auch und ist im Grunde ein Bruch bis heute noch, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Sie haben überhaupt keinen Kontakt mehr zu Ihrem Vater? Überhaupt keinen. Also wir haben uns vor unserer Ausreise im Frühjahr 88 von der Viertelstunde gesehen und kaum gesprochen. Und seitdem. Ist Ihr Vater ein zu großer Bonze für Sie in der DDR? Der reist ja rum, verdient ja sein Geld mit Vorträgen über sein Leben als Meisterspion. Auch nicht, das eigentlich am wenigsten. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Das hat er gemacht. Wir haben uns eigentlich zu sehr entfremdet voneinander im Laufe dieser Zeit. Und ich war auch wahrscheinlich zu sehr von Illusionen über seine Person befracht. Und es war ungeheuer viel Hoffnung auch da, auch für mich. Gerade nach diesen ersten 6 Jahren DDR, dass wenn meine Eltern ausgetauscht werden, etwas Neues entsteht, dass wirklich die Familie wieder zusammenkommt, dass mein Vater und wie er beruflich tätig wird, eventuell sogar mit mir zusammen. Es gab da so Vorstellungen im journalistischen Bereich. Mein Vater war ja in der Nachkriegszeit auch mal Fotograf in damaligen Gesamtberlin. Sie sind ja jetzt, Sie haben das vorhin schon erwähnt, wieder ausgereist. Sie leben also seit 2 Jahren wieder in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, unter anderem Namen aber. Sie haben inzwischen Familie, Sie haben 2 Söhne, aber Sie wollen aus Rücksicht auf die Söhne eben unter einem anderen Namen, der Name Guillaume ist einfach zu belastet für Sie. Und zu selten auch. Warum sind Sie ausgereist aus der DDR?
Einen Satz, weil ich es einfach wirklich nicht mehr ausgehalten habe und auch wenig Hoffnung gesehen habe. Für eine Veränderung, die jetzt doch so schnell, schneller, als ich es vermutet habe, eingetreten ist. Würden Sie denn jetzt wieder einreisen nach allem, was passiert ist oder was noch passieren wird? Ich glaube nicht. Weil es nochmal ein Wechsel wäre, wieder zurück. Ich war jetzt schon öfters wieder dort. Als die Mauer aufging, bin ich gleich hingefahren. Ich meine, zuletzt war ich in Hamburg, habe ich gleich ins Auto gesetzt, bin hingefahren. Auch dann rübergekommen, aber nochmal zurück und dort wieder. Das geht dann, glaube ich, auch irgendwann zu sehr an die Substanz. Bitte. Obwohl Sie sich mit Ihrem Vater überworfen haben, sind Sie doch derjenige, der am nächsten rangekommen ist an Ihre Eltern, als jeder andere Mensch auch. Haben Sie irgendwann mal einen Anhaltspunkt dafür gehabt, dass Ihre Eltern das, was Sie mit Willy Brandt gemacht haben, irgendwo bereut haben? Nein. Auch heute nicht, wo Nein. Sie vielleicht nicht mehr so recht wissen, wofür Sie es gemacht haben. Es gab ja mein Vater hat ja, noch Äußerungen Äußerung gemacht. Von ja. Ihrem Vater, nicht in ja. der Zeit, heute gerade. Mhm. Können Sie die vielleicht gerade erwähnen? Ja, dass er geglaubt hat, mit dem, was er getan hat, dem Frieden zu dienen und dass er es jederzeit wieder tun würde. Das war jetzt hart. Das heißt, wir sind alles mit einem. Das ist die offizielle Version, aber das ist auch das, was. Das ist auch seine Version. Das ist auch seine, also, die offizielle. Meine offizielle, in dem Sinn gibt es ja jetzt nicht mehr nach der Veränderung in der DDR. Ne? Er steht dazu. Ich wollte Sie zum Schluss noch fragen: Durch das, was Sie mit Ihrem Vater oder Ihren Eltern erfahren haben, bestimmt das sehr jetzt Ihr Verhältnis zu Ihren Söhnen? Echt, ja. Man will ein bisschen was besser machen oder ehrlicher sein einfach. Danke, dass Sie da waren, Pierre Guillaume. Frau Professor Mittendorf, sind Sie aufgeregt? Ein bisschen manchmal, aber eigentlich jetzt nicht. Das ist schön. Aber wenn Sie es wären, hätten Sie eine Methode, damit umzugehen? Oh ja, ohne weiteres. Und das wende ich ja auch jetzt gerade an. Ich atme dann, wenn ich aufgeregt bin. Ja, atmen tun wir ja alle. Was ist das Besondere? Ja, wir atmen immer alle, weil wir unbewusst atmen. Das heißt, der Atem geht immer mit uns durch das ganze Leben. Und zwar vom Anfang bis zum Ende. Wir haben aber dreierlei Möglichkeiten zu atmen. Das ist einmal mit dem Willen und zum anderen eben diese unbewusste Funktion, die wir eben angesprochen haben. Und dann gibt es noch etwas Drittes und das ist der erfahrbare Atem. Aber ehe ich so ins Einzelne gehe, möchte ich doch noch einmal sagen, dass diese stille Kunst etwas ganz Besonderes ist. Der Atem ist Leben und das ist etwas ganz von innen. Und das geht jeden Einzelnen an. Und das kann uns weiterhelfen, das kann uns heilen, das kann uns entwickeln. Ja. Können Sie denn mal die Methode, die Sie seit über 50 Jahren nun entwickelt haben, kurz beschreiben? Ich weiß, es ist schwierig zu verbalisieren, aber versuchen Sie es doch mal. Ja. Das Wichtigste ist, dass wir den Atem kommen lassen, lernen. Und das ist natürlich auch gleichzeitig die größte Klippe. Denn wenn ich jemandem sage, er möchte auf seinen Atem achten, fängt er an, sofort mit dem Willen zu atmen, weil er halt unbewusst ist. Wir können aber durch ganz besondere Möglichkeiten über Übungen, über Sammlung und Empfindung, bekommen wir einen Eingang in diese unbewusste Atemfunktion, die wir dann kennenlernen und erforschen. Und dieser Schritt, der geht eben über ganz bestimmte Übungen. Und das wäre zum Beispiel gleich, wenn ich jemanden dazu bringen will, dann lasse ich ihm seine Hände mal dehnen. Eine Dehnung bringt immer einen Atem. Wer Lust hat, kann gleich mitmachen. Eine Sie Weitung meinen, Sie der Hände. Zu Hause und hier, ja. Ja. Ich möchte aber gerne noch ein bisschen was über Sie wissen. Als Sie anfingen damit, 20er, 30er Jahre, ich darf sagen, dass Sie fast 80 Jahre alt sind, gab es diesen Beruf ja eigentlich noch nicht. Nein, das war sehr Wie neu. Sind Sie denn eigentlich darauf gekommen? Ich weiß, Sie wollen eigentlich nicht so gerne darüber reden. Sie hatten mit 11 Jahren so eine ganz bestimmte, ich will nicht sagen Erleuchtung, das können Sie besser ausdrücken, aber es wäre doch schön, wenn Sie ein bisschen was dazu sagen würden. Ja, es war würden. Wirklich so, dass ich eben schon als 11-Jährige so in mir spürte, es müsste eigentlich etwas sein mit dem Atem. Es war eigentlich wie eine Stimme sozusagen.
Aber das wusste ich natürlich damals nicht. Und ich fragte dann meine Angehörigen und die sagten natürlich, nun gehen wir erst zur Schule und dann wollen wir weitersehen. Aber der Weg hat sich dann so geebnet, ich habe dann sehr bald angefangen, nachdem ich den Entschluss gefasst hatte, Gymnastiklehrerin zu werden, fing ich dann auch an, noch tiefer zu fassen, weil die Gymnastik noch nicht, war mir noch nicht tief genug angeschlossen. Außerdem muss ich noch dazu sagen, dass meine Eltern ja schon sehr, als ich noch Kind war, dafür gesorgt hatten, dass wir in den Wald gingen und dort atmeten. Mhm. Also vielleicht ist auch von dort aus schon etwas mitgekommen. Sie haben dann eine Psychoanalyse gemacht? Ja. Eine Jung'sche Analyse? Ist das Voraussetzung, um Atemtherapeutin zu werden? Oder wo lagen da die Probleme bei Ihnen, dass Sie eine Analyse machen wollten? Es war kein Problem, es war eigentlich die Frage nach der Möglichkeit, den Atem tiefer zu verstehen. Denn wenn ich einen Atemzug tue in der Form, wie wir es meinen, dass der Atem erfahren wird, dann ist gleichzeitig der Leib gemeint, die Seele und der Geist. Und infolgedessen war ich natürlich sehr interessiert, auch das Seelische tiefer zu verstehen. Aber inzwischen hat sich auch herausgestellt, dass der Atem seine ganz besonderen Gesetze hat. Und wenn man sich danach richten kann, dann hat man viele Erkenntnisse und viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Sie sprechen auch von Bewusstseinserweiterung. Ja. Wie meinen Sie das konkret? Die Bewusstseinserweiterung liegt darin, dass wir empfindend werden, dass wir unsere Empfindungsmöglichkeiten ausbauen. Wenn wir heute von Empfindung sprechen, dann ist das eine Warnung, dass man sich brennt oder dass man irgendeine Last hat, die man los sein will. Aber wenn man eine Empfindung für den Atem hat, das können wir übrigens auch gleich ganz praktisch selber machen, wenn man sich die Hände hier hinlegt und den Atem kommen lässt, dann wird es weit. Mhm. Und wenn der Ausatmen weggeht, dann werden wir wieder schmaler. Und dabei sind wir gleich bei der Atembewegung. Die führen Sie uns hoffentlich gleich mal vor. Ich habe einen Film über Sie gesehen. Und da stehen Sie auf, ganz spontan, und bewegen sich. Sie zeigen also, was das eigentlich bedeutet. Eine Atembewegung. Eine Atembewegung und Atemtherapie. Ja. Wollen Sie uns das mal zeigen? Ja, gerne. Ja? Da kann man sich das wahrscheinlich besser vorstellen. Ich müsste da ein bisschen freier stehen, nicht? Das setzt allerdings voraus, was ich hier alles nicht erzählen kann. Da ist die Ausarbeitung eigentlich des Ganzen meines Leibes. Und zwar arbeiten wir mit Räumen. Wenn mein Atem kommt, werde ich weit. Wenn er wieder geht, werde ich wieder schmaler. Also ich dehne mich und gehe zurück in die Ausgangsstellung. Und das arbeiten wir dann durch über den unteren Raum, den mittleren und den oberen Raum. Und das ist nun natürlich schon ein weites Feld, was ich Ihnen jetzt zeige. Das wäre nur so eine ganz kleine Kostprobe. Mhm. Und ich weiß nicht, ob Sie meine Atembewegung gesehen haben. Es wäre sehr wichtig, dass Sie sie selber machen. Denn der Atem muss erfahren werden. Er kann nicht gedacht werden. Das Denken müssen wir ein bisschen weglegen. Wir wollen das gleich mal ein bisschen weitermachen. Die Randi hat sich angeboten, da sitzt sie schon. Da gehen wir mal rüber. Ja. Gerne jetzt mal angewendet bekommen. Ja, ja, das kommt danach. Jetzt machen wir das erstmal mit Randi. Ja, also. Das gönne ich Ihnen Herzen. Ich vermute mal. So, ein bisschen zu mir. Ich muss wahrscheinlich den Gürtel ausziehen, denke ich mir mal. Ne? Das wäre also nun eine Arbeit am Menschen.
ob ich alleine arbeite und selber mich ganz und gar erwecke, leiblich, oder ob ein anderer mit mir arbeitet, das ist im Grunde genommen dasselbe Prinzip. Ich taste den Atem. Das heißt, ich taste die Körperwand und während dieser Zeit spüre ich den Atem ab. Es ist natürlich keine Kleinigkeit, hier zu liegen und noch einen ruhigen Atem zu haben. Aber hier ist es sogar so, dass es fast, darf ich das mal zur Seite legen, so, dass es fast gelingt. Es gelingt noch besser. Ja. Dieser schöne Atem, der hier ist, der könnte natürlich noch weitergehen. Er könnte in den oberen Raum gehen, damit meinen wir die Schultern, den Brustkorb. Er könnte in den unteren Raum gehen, damit meinen wir die Beine, das Becken, bis in die Fußsohle hinunter. Und das wäre nun unser Anliegen, das würden wir miteinander arbeiten. Wenn wir genug Zeit hätten, aber das geht ja nun leider nicht. Wie war das jetzt, Randy? Moment, ich muss einfach wieder anziehen. Hast wenn du Sie irgendwas gespürt? Was Besonderes? Das war sehr angenehm. Also ich könnte das ein halbes Stündchen machen. Ich würde es Herrn Lindlau empfehlen, es unbedingt zu machen, Herr Lindlau. Das sollten Sie es auf die Liege. Gut, das kommt. Obwohl, essen Sie keine Erdnüsse mehr, dann ist das, glaube ich, nicht so günstig. Was? Nein. Ansonsten, ich finde ja, die ganze Sache sehr kurz gewesen. Nein, er will da drauf, auf die Couch, doch? Er hat die ganze Zeit schon. Das kann auch nur so ein Strategie gewesen sein. Also, was mir aufgefallen ist, ich habe schon mal so eine Atemtherapie gemacht, gegen Heuschnupfen habe ich das mal versucht. Und das war eine ganz andere Art. Da musste man Sarah Wahn sagen. Oder Serewen, Sirewin und die ganzen Vokale durch und musste dabei ziemlich viel gymnastische Übungen machen. Und das musste man auch sehr laut machen. Und ich hatte das Problem bei mir zu Hause, ich wohne in einer Mietwohnung, dass die Nachbarn sich sehr wunderten, was da plötzlich bei mir abging unten. Vor allem auch, wenn ich alleine war. Dann habe ich das mit einer Freundin im Wald gemacht und das war auch nicht so einfach, weil die Leute alle dachten, wir hätten sie nicht mehr. Kennen Sie das auch oder bin ich dann im Scharlatan aufgesessen? Ja, ich kenne viele Möglichkeiten. Es gibt unendlich viel. Aber natürlich kenne ich meinen Weg am meisten und es kommt ganz darauf an, was erreicht werden soll, welcher Sinn erreicht werden soll. Dass die Atmung runterrutscht, ne? Ja, der Atem soll durch den ganzen Körper gehen, in alle Zellen. Und das ist möglich. Ja, natürlich ist es ein Prozess. Ja, klar. Sie bilden doch in Ihrem Institut seit 25 Jahren in Berlin Atemtherapeuten aus. Wer fühlt sich denn dazu berufen? Also wer ist prädestiniert, Atemtherapeut in Ihrem Sinne zu werden? Wer kommt da zu Ihnen? Vor allen Dingen die Menschen, die den Menschen gerne haben, die ihm gern helfen wollen, die einen Bezug haben, die Hand zu reichen, dass der andere Mensch sich weiterentwickeln kann und dass er unter Umständen auch gesünder wird, nicht? Wir heilen und entwickeln. Entwickeln und heilen ist immer eins. Also wenn ich Asthma habe und zu Ihnen komme, dann bin ich aber nicht in zwei Atemtherapiestunden los, sondern das dauert schon ein paar Jahre, oder? Das dauert längere Zeit. Wir haben aber natürlich auch Kurse. Mhm. Und dann können Sie selber lernen, mit sich umzugehen. Mhm. Es ist das Gute, dass man über diesen Weg mit sich selber umgehen kann. Mhm. Man kann sich selber helfen. Man bekommt keine Erkältungen mehr. Das ist ja auch ganz schön. Mhm. Und man kann eben auch mal eine trübe Stimmung verändern. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren. Bitte für mich. Nein, komm bitte zu mir, Mary. Die sind nicht für dich. Die sind nicht für mich. Nein, dann hätte ich Trockenblumen mitgebracht. Die Stühle sind wahnsinnig unbequem. Man hängt hier drin wie im Sack. Ja, das fällt mir jetzt auch auf. Man hängt hier. Wir hängen öfter alle wie so ein Sack rum, ja? Sind die wirklich nicht bequemer? Sie wippen so schön, ja? Das ist eigentlich so eine Art. Wir sind ja zum Reden hier. Ja. Nicht zum Wippen. Ja. Ich bin vom Herzen her Hamburger, aber ich bin aus... kommt dieser Schmus wieder. Ja, bin ich wirklich. Bin ich wirklich. Sonst würde ich doch nicht immer wieder zurückkommen und hier wohnen.
Nein, ich bin. Das ist aber sehr. Ein halbes Glas besonders Wasser. Nett. So, ich möchte jetzt noch ein Bier. Dankeschön. Aus Proporzgründen noch ein Bier für mich, ja? Aber aus, im Steckschritt. Aus, ja? Was? Ja. Wegen des Bückens. Aus Proporzgründen. Ja, weil ihr alle hier diese Wassernummer abzieht. Das ist ja ekelhaft. Ja. Muss man eigentlich, wenn man so Empfänge gibt oder hin muss, Sie müssen ja jetzt viel auf Feten, wo Sie früher sagen, da gehe ich nicht hin. Also das Wichtigste ist, eine gute Leber zu haben. Mhm. Okay. Dann hätte ich schon seit 30 Jahren Bürgermeister sein können. Ich verstehe das so, Herr Dahl, die Leute wollen Sie einfach als Bürgermeister. Wenn Sie Bürgermeister gewesen wären oder einer wären, wären Sie es lieber in Berlin, wo Sie leben, oder in Ostfriesland, wo Sie geboren sind? Moment, wohl lieber in Berlin, wegen der Promotion, die unser Walter ja nun hat. Gar nicht unbedingt durch seinen Verdienst, nicht? Aber der Junge ist ein Weltstar geworden. Das habe ich damals vor einem knappen Jahr gar nicht gewusst. Er war gerade 30 Tage Bürgermeister und da hat er es auch noch nötig, in meine Talkshow zu kommen. Ja. Hat sich ja ganz gut verkauft, wie man gesehen hat. Ja, wir haben auch gesehen, in Ihren Talkshows bekommen die Gäste was zu trinken, ja, durch ein Häschen. Und das soll natürlich hier auch so sein. Sie sollen sich hier ganz zu Hause fühlen. Und deshalb haben wir ja auch ein Häschen. Aber bitte im Stechschritt. Hallo. Dankeschön. Danke. Deswegen werde ich aber jetzt nicht anders, ja. Toll. Wahnsinnigen Körper, sowas hätte ich das auch war, gerne. Das war der stärkste Hase, den es in Bremen und Umgebung gab. Wirklich. Gut. Starker Auftritt. Unser Häschen hat jetzt gerade gekündigt, ist nur noch zweimal dabei. Vielleicht werde ich mir das dann überlegen, aber das ist ja wieder für Randgruppen. Ja, auch wieso? Meine Talkshow soll ja einschlafen, die Einschaltquoten bekommen, nicht? Und so. Ich sitze hier jetzt schon eine Stunde, anderthalb Stunden rum. Sie sitzen hier rum, sagen Sie, fanden Sie es denn bisher langweilig? Zum Teil ätzend. Was war denn ätzend? Naja, erstmal, mein Name ist wirklich Dall, ich heiße nicht anders, weil Herr Guillaume unter einem anderen Namen hier sitzt. Nee, Herr Guillaume sitzt unter Herr Guillaume hier. Ja, der heißt jetzt anders, Herr Oetzel heißt auch anders, Dagobert heißt vielleicht Duck, vielleicht heißen wir alle anders, ja? Mhm. Das weiß man ja, bei dieser Show heute Abend weiß man ja gar nicht, wer genau heißt. Man kann ja auch den Mädchennamen seiner Frau annehmen neuerdings, nicht? Scott heißen Sie, wie heißen Sie? Heißt Krott. Krott. Ach, und ja. Sie heißen Doll. Dall. 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 Karl Bernhard Dall. Bernhard mit zweitem Namen. Ja, zweitem Namen. Haben Sie denn damals den Namen Ihrer Frau angenommen, als Sie geheiratet haben, oder hat Ihre Frau Ihren Namen angenommen? Nee, dann würde ich jetzt Linkiewicz heißen. Wie? Linkiewicz. Karl Linkiewicz. Ja, nee, wenn ich den Namen anders konnte man damals ja nicht. Und mit dem Namen Linkiewicz kann man nur als Fußballer karrieren. Ja, vor allen Dingen hätten dann. Es ging ja nun heute Abend viel um politische Dinge. Fanden Sie denn das so ätzend? Also ist Politik jetzt eine Sache, die Sie ätzend finden? Nee, das mit dem Atmen fand ich am spannendsten. Ich habe gleich eine Zigarette geraucht, um richtig den Dampf rauszuhauen. Das hat man nicht gesehen. Das war für mich das interessanteste Thema, weil es hat mich am meisten berührt, weil ich auch den ganzen Tag anscheinend immer ein- und ausatmen. Also ich habe vorhin, als die Frau Middendorf, es hatte für mich ein bisschen unfreiwillige Komik, als die Frau Middendorf ihre Übungen machte, war sehr schön im Fernsehen ihr Gesicht ziemlich groß daneben zu sehen. Und ich habe gedacht, Mensch, der Gesicht, das ist nett von Ihnen, dass Sie das sagen. Ja, Sie haben doch ein Gesicht, wie jeder andere auch, ich auch. Und da habe ich gedacht, Mensch, der denkt jetzt, das ist der letzte Quatsch. Oder haben Sie das gar nicht gedacht? Nein, das nicht. Da fing es an, interessant zu werden. Jetzt wird die ganze Talkshow erst richtig interessant. Jetzt also, um 11:30, so lange mussten die Leute warten. Ja, das ist der Trick, finde ich. Nun muss ich sagen, ich fand es vorher auch sehr interessant, ganz einfach, weil ich finde einfach politische Dinge auch interessant. Ich finde auch die Gäste interessant, die wir hier hatten. Was finden Sie daran nicht interessant an Politik, an Rumänien beispielsweise, an den Dingen, die passiert sind im Ostblock im Moment? Sind das nicht Sachen, die Sie auch interessieren? Ostblock, das ist schon interessant, aber Rumänien, das Thema, das haben ja unsere Fachleute hier heute drumherum gequatscht. Ja, zum Teil. Warum drumherum gequatscht? Naja, es war eben das, es wurde, was mal irgendwann im Weltspiegel wurde jetzt aufgerollt und damals nicht genügend. Und das ist alles eigentlich uninteressant, finde ich. Für mich war das uninteressant. Weil das damals war, oder warum? Nee, weil man damals wohl nicht richtig so recherchiert hat, wie es hätte sein sollen. Und ich glaube, dass Herr Lindlau, heißen Sie doch, ist es Ihr richtiger Name, ja? Er war seit 5 Minuten nicht mehr im Bild, der Junge, der ist mediengeil, der will wieder in die Kamera. Ja. Sehr aufmerksam, ja. Ich kann ja nicht von einer Ptosis leben, ich muss ja mein Geld verdienen. Auch dass Sie Ihr Gesicht verkaufen, ja? Natürlich.
Und an Ihre Nüsse darf auch keiner ran, ja? Nein. Nein. Also die fanden das ja, langweilig, weil das... Ich bin hier, um zu Problemen meiner Person Stellung zu nehmen und nicht, was jetzt gelaufen ist. Vergessen wir das doch alles. Machen wir doch jetzt mal eine richtig schöne Talkshow. Was sind denn... Also ich bin überrascht, dass Sie über Ihre Probleme reden wollen. Was ist denn das Hauptproblem? Mein Hauptproblem ist, dass ich bin. Warum ist das ein Problem? Also was ist mit Ihnen? Ja, wenn ich mit meinem Gesicht durch die Fußgänger-DDR-Zone, darf man ja nicht mehr sagen, gehe... Warum spielen Sie eigentlich immer so auf Ihr Gesicht an? Ja, weil mein Gesicht ist okay, aber es ist ihm halt bekannt. Ich verdiene mein Gesicht mit meinem Geld. Aha. Ja. Ist andersrum, glaube ich, ne? Ist andersrum. Bei Ihnen ist andersrum. Ja, bei mir ist es andersrum. Und dann, wenn ich oben in Ostfriesland bin, dann flüchte ich schon manchmal nach Holland, da fahre ich nach Windschoten rein, und nur um mal nicht erkannt zu werden. Ja, ist wirklich so. Und dann, was ist denn da so? Ich meine, Sie tun ja nur alles dafür. Sie nehmen immer mehr Fernsehsachen an. Sie sind ja auch bei den Öffentlich-Rechtlichen noch bei dieser Sendung. Heute seht ja nicht so viel, aber sonst bei den großen Sendungen. Verstehen Sie Spaß, da telefonieren. Verstehen. Die Telefonsachen finde ich übrigens wirklich ganz witzig, aber sonst muss man ja schon eine Menge Spaß verstehen, um bei der Sendung mitzumachen. Ne? Mm. Die sind doch so, finden Sie die nicht langweilig, die beiden? Nein, überhaupt nicht. Die sind unheimlich nett und wir sind privat auch, trinken wir danach. Ja, das und davor, ja, das ist vorher und nachher, das ist so witzig da. Ja, vorher und nachher, aber die werden dafür bezahlt, dass sie da anderthalb Stunden währenddessen machen sollen. Ja, und sie finden also Sendung, mit ihrem Humor kann das doch sie gar nicht finden witzig. Die Moderatoren langweilig. Ich freue mich immer auf die Filme, aber wenn die Moderatoren kommen, finde ich so langweilig. Wo braucht man denn noch starke Moderatoren für gute Sendungen? Ja, Sie wollen da auch einer sein für eine gute Sendung. Nein, ich bin kein Moderator. Ich bin Talkmaster. Ich bereite mich nicht vor, im Gegensatz zu manchen Kollegen hier heute, die also die Spickzettel haben. So. Und, also ich habe keinen Spickzettel. Ich bin manchmal froh, wenn ich überhaupt den Namen meines Partners, wie heißen Sie jetzt noch? Scott. Mädchenname. Sie sind Amundsen, ne? Randolph Scott. Ja. Sie bereiten sich also nie vor auf Ihre Talkshows. Naja, Sie wissen aber, wer kommt, ne? Ja, das weiß man bei meiner Sendung vorher ja auch nicht. Wir haben auch so Absagen manchmal kurz vorher. Wer bestimmt denn eigentlich, wer kommt? Sind Sie das oder macht das eine Redaktion? Ja, ich bestimme das. Und ich nehme eigentlich jeden. Ja. Ja. Zum Beispiel, also Sie nehmen jeden. Beim nächsten Mal, wer kommt denn da zum Beispiel? Beim nächsten Mal Margarete Schreinemakers, Mike Krüger und der Schauspieler, wie heißt der, Herr Fennemann, der den Fahnder gespielt hat. Er hat kaum die Bühne gefunden, obwohl er mal den Fahnder gespielt hat. Tatsächlich, ja. Die der haben fahndet wir, ja noch. Haben wir nur schon aufgezeichnet, die Sendung, weil wir... Ja, warum wird die eigentlich immer aufgezeichnet? Weil dieses direkte Kabel zum Satelliten, das kostet, glaube ich, noch mal 20.000 oder 30.000 Mark. Ja, aber RTL hat doch Geld, die zahlen doch Gottschalk sogar 2 Millionen. Also ja, meine, das müssen wir eben einsparen. Ja. Ach so, also Sie fördern Gottschalk mit anderen Worten. Ob das mit den 2 Millionen so hinhaut bei Gottschalk, da weiß ich noch nicht. Wir müssen erst mal die erste Sendung abwarten. Was kriegen Sie denn? Ich kriege nicht so viel wie Gottschalk, aber mehr als Sie. Wir werden nach Leistungen bezahlt. Ja. Nee, ich werde nach Lachern bezahlt und das wird immer mehr. Genau. Ja. Sagen Sie mal, ist das nicht? Ich sehe das manchmal auch wirklich gerne, obwohl es kollidiert sehr mit der Sportschau. Und da ich Borussia Dortmund Fan bin, dafür gibt es Videorekorder, dass man das aufzeichnen kann. Ja. Also Sie gucken Ihre Sendung, nicht die Sportschau. Oder ich gucke überhaupt nicht, ich bin ja dabei gewesen. Ich bin ja nicht so eitel und schaue mir das an. Oh, das glaube ich Ihnen nicht. Sie gucken Ihre Show. Seien Sie ehrlich. Stimmt, ja. Sagen Sie mal, ist das nicht, also Sie sind da sicher sehr begabt, das finde ich schon. Sie sind schlagfertig, Sie sind witzig, obwohl die Sachen unter der Gürtellinie, finde ich persönlich. Also wo ist denn die Gürtellinie zum Beispiel? Die ist hier. Also bei mir sieht man es heute ziemlich deutlich. Ne? Ja. Ziemlich da habe ich noch nie was Gürtel. Naja gut, diese Zweideutigkeiten, okay, das ist Geschmackssache. Aber ansonsten finde ich das ausgesprochen witzig. Aber ist es nicht wahnsinnig anstrengend, immer komisch zu sein? Also es geht halt, es wird immer besser. Ich habe diesen Bonus, komm raus, und wenn das Publikum gut ist und die reagieren, dann werde ich auch mal besser. Und wir trinken natürlich auch mal so ein Schlückchen Sekt. Da gibt es denn hier, bei diesem Sender habe ich übrigens mal angefangen, solche Sachen überhaupt zu machen. Fast 20 Jahre her damals, da haben wir uns jeden Abend zugeschüttet. Ja? Mhm. Und sind dann heute hier, da wird wirklich hier nur die Apolli, dass man hier überhaupt ein Bier kriegt, das ist sowas der Seltenheit. Das muss ich mal sagen. Prost. Nee, ich trinke heute Wasser, weil ich sehr früh aufstehen muss morgen. Darf ich Ihr Wasser? Tauschen wir einfach mal, ja. Toll. Vor 20 Jahren, noch ein Stichwort bei Talkshows, muss man immer abhaken, so ein Leben auch abhaken. Da waren Sie Insterburg und Co., ein Teil von Insterburg und Co. Ja. Und haben da so Lieder gemacht, ich liebe dein Mädchen, bam, bam, bam. Ja, und dann das vom Mars, Ingo. Das war's, der Ingo hat gesungen. Die Scheibe ist ein Hit, wir haben ja die ersten Chancen überhaupt gekriegt. Ich war immer gut fürs dritte Programm. Dann hat dieser Sender uns ins erste Programm geholt. Mhm. Da war ich bei Rudi Carrell öfter so in den Shows, so als Pausenclown.
Und jetzt bin ich wieder im dritten. Der Kreis schließt sich. Der Kreis schließt sich. Aber es ist noch nicht zu Ende. Es geht ja immer weiter. Ne? Aber die große Samstagabendunterhaltung würden Sie nicht machen, haben Sie gesagt. Nee, ich bin gerne der Dritte, so bei Kurt und Paola, so der Dritte. Denn schreibt die Kritik manchmal, wenn man die liest, die lese ich auch, die Guten. Also alle eigentlich. Ja, und das war ja alles Müll da, aber der war gut und sowas. Mhm. Und wenn die ganze Sendung mies war, dann komme ich manchmal noch gut bei weg. Und wenn die ganze Sendung mies war und ich war auch nicht gut, dann kriegen die beiden das ab. Ja. Aber jetzt mal wieder auf die andere Sendung, sozusagen von Kollege zu Kollege. Kommen Sie sich gut dabei vor? Sie hauen die Leute gut in die Pfanne. Und das ist ja manchmal auch wirklich witzig. Nun gibt es natürlich Leute, die sich besser wehren können. Das sind ja alle so Promis. Die können sich also im Prinzip wissen, die was auf sie zukommt. Und können sich zum Teil auch ganz gut wehren, weil sie mediengewandt sind. Auch aber manche können es besser und manche schlechter. Tun die ihnen dann nicht auch manchmal ein bisschen leid? Nö, überhaupt nicht. Wer in dieser Branche arbeitet und sich vor die Kamera setzt, der muss mit allem rechnen. Mhm. Und auch mit mir. Und wer sich noch neben meinen Stuhl setzt, wo ich drauf sitze, der muss sowieso damit rechnen, dass er ein bisschen hops genommen wird. Aber es geht nicht an die Würde, was ich mache. Ich mache nichts Würdeloses. Nee, das würde ich auch nicht sagen. Aber zum Beispiel, würden Sie sich nicht komisch vorkommen oder täte es Ihnen ein bisschen weh, ist vielleicht zu viel gesagt, wenn da ist so ein Wettstreit zwischen zwei Leuten, irgendwo ja, wer kommt besser aus der Nummer raus? Das reizt das Publikum auch. Meistens kommen Sie besser aus der Nummer raus. Nein, aber wenn Sie jetzt in einer anderen Position wären und so viele haben geguckt und Sie kommen nun nicht als der Bessere aus der Nummer raus. Und dann, nee, da werde ich immer besser. Wenn der andere gut ist, werde ich immer noch besser. Tatsächlich. Deswegen sind starke Talkpartner manchmal sehr gut. Mhm, deshalb sind Sie jetzt auch so schlecht. Ne? Moment. Ja, weil ich auch so schlecht bin. Ach so, nein. Das müssen Sie mir mal erklären. Es gab ja die eine Sache mit dem Sänger. Die wird ja immer so gern... Ich habe ihn gestern Abend noch getroffen. Sie sprechen alle von Roland Kaiser. Roland Kaiser. Vor 3,5 Jahren hatte der mal die Nerven verloren und hatte Probleme und hat gerade Wasser getrunken, abgenommen und nichts gegessen. Und er hat den Humor nicht kapiert. Mhm. Und ich sage es jetzt an dieser Stelle, ich bin mit dem Jungen bestens. Ich war nicht... Also Sie haben gesagt, als der singen sollte, bringen wir es hinter uns. Ne? Nein, für alle ich bin nicht seine Zielgruppe, das sind ja mehr so Frauen. Mhm. Ja. Und er hat mir noch gleich Anfang dieses Jahres, wird er wieder als Gast, und das finde ich stark von ihm, wieder in meine Show kommen. Und dann wollen wir das Ganze nochmal versuchen, dass ich dann vielleicht bleibe. Mhm. Ja. Noch eins, Sie haben Familie, eine Frau und eine Tochter, die ist, glaube ich, so um die 15 jetzt. 15,5, ja. Guckt die gerne Dallas? Glaube ich nicht. Die guckt dann so MTV-Channel. Nee, die guckt überhaupt nicht. Hat die denn schon mal gesagt, ach Papi, wenn du doch lieber wieder als du ja mal Schriftsetzer gelernt, wärst du doch lieber Schriftsetzer. Das würde mir irgendwie besser gefallen. Also wenn ich ihr das sagen würde, wenn sie mir sagen würde, würde lieber Schriftsetzer werden, ja. Sie hat mich als Schriftsetzer gar nicht mehr gekannt. Das ja, einfach jemand davor. Unbekannt, ist ja nicht der Blödler der Nation. Nein, sie kann da ganz gut mit umgehen und sie profitiert ja auch letzten Endes davon. Uns geht es ein bisschen besser, als wenn ich Schriftsetzer geblieben wäre. Mhm. Ja, ich kann einen dicken Wagen fahren, als Schriftsetzer hätte ich nur einen dünnen Wagen. Ich kann Champagner trinken, sonst wäre es dieses Asti Pumante. Also ich kann alles mir erlauben, so ein bisschen, was man sich sonst mit einem Normalgehalt, ja. Mhm. Ich kann einfach mal in eine Kneipe gehen und eine Lokalrunde schmeißen. Ich kann das alles machen, so das, und das macht unheimlich Spaß. Und es so. Geht übrigens das Gerücht, dass Sie jetzt, wo die Grenzen offen sind, auch scharf sind auf ein Grundstück am Müggelsee. Stimmt das? Nein. Das stimmt nicht? Nein, da wurde mal drüber geblödelt. Ich würde denen das Land nicht abkaufen. Ich gehe da gerne mal hin und gucke mir das an, wie die da wohnen. Aber jetzt als interessierter Mensch da am Müggelsee mir was kaufen, das wäre das Letzte. Das kommt nicht in Frage. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Aber ich würde... Ich freue mich darauf, wenn das jetzt wirklich sich alles bewahrheitet, dass alles so offen bleibt, ja, dass man dann aus diesem engen Berlin, in dem ich seit 1963 lebe, dann rausfahren kann. Aber im Moment ist es alles noch ein bisschen chaotisch. Man kann nicht kalkulieren, wenn man mit dem Auto fährt, da braucht man von hier, von Ostfriesland bis nach Berlin, auf einmal 8 Stunden, wo es 5,5 und hat da so einen stinkenden Trabi vor sich, hat den ganzen Tag Kopfschmerzen gehabt. Muss man ja auch mal sagen, ja? Also das kann man ja ruhig an dieser Stelle mal sagen, dass nicht alles Honiglecken ist da drüben. Also ich werde es nicht machen wie Sie mit dem Roland Kaiser. Ich werde sagen, so, Sie singen jetzt noch ein Lied, bringen was hinter uns. Ich werde sagen, jetzt Karl Dall singt jetzt für uns Laila und jetzt haben wir was ganz Tolles vor uns. Wow. Herr Trevermann,
vom Frauenhaus in Tanger zum Priestertum in Deutschland. Sie sind katholischer Priester, Psychotherapeut, Dozent in Paderborn, haben gerade ein riesiges Werk rausgebracht, 900 Seiten. Kleriker, Psychogramm eines Ideals. Also ich kann jetzt nicht erklären, was da ganz alles drinsteht, das werden Sie uns gleich kurz sagen. Aber die Priester scheinen ja alle neurotisch zu sein. Sind Sie das auch? Nein, so habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht die Kleriker untersucht, im Allgemeinen, sondern die Auswirkungen eines bestimmten Ideals versucht, auf die Leute sichtbar zu machen, die ihm folgen und den höchsten Wert ihres Lebens darin setzen, diesen Ansprüchen zu genügen. Ich habe geschrieben als Psychoanalytiker, aber engagiert bin ich als Priester. Ich leide sehr darunter zu sehen, wie viele Menschen an der Kirche leiden oder wie vielen Menschen sie gleichgültig geworden ist. Und ich glaube nicht, dass wir in den Hauptrepräsentanten der Kirche gut beraten sind, so weiterzumachen. Es ist ziemlich bitter und ich hätte das vor 23 Jahren, als ich Priester wurde, selber nicht geglaubt. Wie recht Sigmund Freud hatte, als er vor 60, 70 Jahren die Vermutung aussprach, dass die Religion, die ihm bekannt wird, als Frömmigkeitshaltung seiner Zeit, so etwas sei wie eine kollektive Zwangsneurose. Ein System, das die Menschen in ihrer Persönlichkeitsreifung erstickt, ihre Gefühle wegdrückt, ihre Triebe unterdrückt und sich stattdessen festklammert an fixe Ideen, die zu glauben sind auf Heil oder Unheil und die bereits zur ewigen Verdammnis führen, wenn man sie auch bloß um ein Jota ändert. Und einen ganzen Apparat von fertigen Riten, gebunden an bestimmte Ämter, die über dem Volk liegen als ein heiliger Stand, der keinerlei Zweifel oder Anfrage zulässt. Sie zweifeln ja nun so heftig, dass ein Lehr- und Predigtverbot möglicherweise in Rom ausgesprochen wird für Sie. Was bedeutet das für Sie als Priester? Ich möchte umgekehrt sagen, ich hoffe noch und ich bin selber als Priester dieser Kirche der Zuversicht, dass es möglich ist, zu zeigen, dass wir im gegenwärtigen Zustand nicht das tun, was wir dem Auftrag nach tun sollten. Ich vergleiche es einfach mal. Wenn Jesus von Gott sprach, redete er den Leuten zum Herzen und aus dem Herzen. Er sprach in einfachen Bildern, die poetisch genug waren, dass Menschen ihre Situation darunter fühlen konnten. Er selber lehrte, die Welt zu betrachten aus den Augen der Menschen, die am meisten weinen. Er war bestrebt, denen nachzugehen, die nicht mehr aus noch ein wussten. Und was er sicher nicht wollte, war ein System von Theologie, das in tradierten Formeln Auskunft darüber gibt, was Gott ist, was er will, was er getan hat und wie die Kirche beschaffen sein muss, die ihn verkörpert. Wir müssten viel einfacher zu den Menschen reden. Und das setzt einen Typ, glaube ich, auch von Theologen dann voraus, die nicht ihre eigenen Träume so weit ersticken, dass sie den anderen den Zugang zu sich selber verwehren. Wie haben Frau sie das? Middendorf eben zeigte, wie man atmet. In unserem Kulturkreis ist das völlig aus dem Bewusstsein, dass in der indischen, in der chinesischen Religion Atmen ein religiöser Vorgang ist, Vertrauen zu bilden. Wir wissen das im Christentum nicht mehr. Und also sind wir unfähig geworden, zu heilen, den Menschen nahe zu kommen, sie zu sich selber zu führen. Haben Sie denn noch Vertrauen zum Papst? Das sind zwei Dinge. Ich möchte glauben, dass die Kirche den Anfragen, die seit 150 Jahren durch Nietzsche oder seit 80 Jahren durch Sigmund Freud kulturell eingebracht worden sind, sich gewachsen zeigt. Was ich freilich sehe, ist, dass sie sich abriegelt. Ich drücke das mal im Vergleich zu den Diskussionen, die wir eben hatten, so aus. Mich bestürzt es zu sehen, dass es in Moskau möglich ist, ein Denkmal zu enthüllen für die Opfer des Stalinismus. Nach ungefähr 50, 60 Jahren ist das möglich, mitten im Bolschewismus. Ich hätte das nie geglaubt. Die katholische Kirche hat bis heute kein Denkmal errichtet für die Hunderttausende von Frauen, die sie als Hexen verfolgt und verbrannt hat. Für die Tausende von Menschen, die für das bisschen Wahrheit, das sie in ihrem Leben fühlten und sahen, gerade gestanden haben. Sie hat suchende Menschen zu Ketzern erklärt, ohne Reue bis heute. Es gibt darüber keine Form der Selbstanklagung in der Kirche. Mit anderen Worten, sie ist in sich selbst ein verfestigtes, totalitäres System, das sich verinnerlicht bis in die Gewissenszensur der Nächte hinein. Und eine Institution, die Menschen zerstört, die Menschen kaputt macht, sagen Sie, das ist ja nun sehr starker Tobak,
Sie werden langsam auch verurteilt, obwohl es gibt 15.000 Unterschriften, habe ich gelesen. 22.000 Menschen, die dafür einstehen, dass Sie weitermachen. Sie haben ja 28 Bücher, glaube ich, geschrieben. Das ist das 29. Woran arbeiten Sie gerade? Sie schreiben ja so schnell, da kommt ja kein Verlag mehr mit. Es wird kurz vor Ostern rauskommen, die Interpretation des Märchens Brüderchen und Schwesterchen vom Walter Verlag. Aber ich möchte doch ganz gerne noch mal auf Ihre Familie oder auf Ihren Werdegang als Priester eingehen. Sie sagen, wie kann ein 16- oder 17-jähriger Mensch wissen, dass er berufen ist, Priester zu werden? Wie war das bei Ihnen? Wie kann er das wissen? Also man hat ja auch andere Interessen. Wie sind Sie dazu gekommen? Ich selber beschreibe... Durch Beeinflussung der Familie? Sie kommen ja sicher aus einer guten katholischen Familie, oder? Es gibt zwei Schichten, glaube ich, durch die man dazu kommt, ein Beamter der Kirche zu werden. Das eine ist, glaube ich, gültig für jede Art von Beamtenmentalität, die dazu führt, dass Menschen wesentlich durch ihre Funktion zu leben beginnen. Dazu gehört in der Regel, nach meinem Eindruck, die tiefe Erschütterung des Selbstvertrauens als eigene Person, für sich selber etwas wert zu sein. Und sich also zu delegieren an einen Apparat, der versichert, wenn du tust, was wir sagen, wird es ganz richtig sein, vor Gott und den Menschen. Du musst nur dich anpassen an unsere Normen. Und du bist in sich ein gerechtfertigter Mensch. Diese Verunsicherung kann 100 Gründe haben. Sie setzt sicherlich in der frühen Kindheit ein und hat in aller Regel damit zu tun, dass ein Kind sehr früh fühlt, durch welche Umstände auch immer, es ist gerade Krieg oder es ist Vertreibung aus den Ostgebieten oder die Ehe der Eltern wird geschieden oder der Vater eröffnet ein Geschäft, aus 1000 Gründen. Man ist im Grunde bei aller Zuwendung irgendwo nicht erwünscht, nicht berechtigt zu sein oder schlimmer sogar eine Last. Wenn das so ist, dann möchte man versuchen, eigentlich so gut zu werden, als es geht, so richtig zu bleiben, als es möglich ist und nur ja nicht lästig zu sein. Und in dem Gefühl wird man ganz rasch zum Gefangenen eines Systems, das versichert, wir erlauben dir zu sein. Sie sagen ja hiermit praktisch, dass nicht nur das System neurotisch macht, sondern dass auch Priester schon eine gewisse Anlage haben, wenn sie sich entscheiden, Priester zu werden, die neurotisch ist. Ja. Heißt das für Sie als Theologen, dass es so etwas wie Berufung gar nicht gibt? Freilich gibt es Berufung, sie müsste sich aber anders festmachen. Richtig scheint mir, dass die wenigsten Priester dazu geneigt sind oder vorbereitet sind, darüber nachzudenken, wer sie als Kinder waren. Sie haben die Kindheit und Jugendzeit wie etwas Peinliches verdrängt und schon das hat in der Regel Symptomwert. Es wird auch in der kirchlichen Erziehung nicht weiter durchgearbeitet. Man nimmt die 18- oder 20-Jährigen, so wie sie am Ende oder noch mitten in der Pubertät sind, und beutet ihren Idealismus aus. Das ist der Vorwurf, den ich diesem Ausbildungssystem gegenüber mache. Es führt nicht dazu, sich selber kennenzulernen. Man kann am Ende 3 tote Sprachen reden, hunderte von kirchlichen Lehrformeln auswendig sagen. Man kann die Bibel auf Hebräisch oder Griechisch lesen, wenn man fleißig war. Aber man hat die Sprache verloren, die man selber reden müsste, um sich mitzuteilen. Eine Sprache von Gefühlen, eine Sprache von tieferen Empfindungen, eben das, was wir in der Psychoanalyse heute versuchen, außerhalb der Theologie, Menschen in den Zustand zu bringen, dass Vertrauen stark genug wird, verborgene Regungen im Verlauf von Jahren wahrzunehmen und auszudrücken. Sagen Sie das den Patienten, die zu Ihnen kommen, wenn Sie therapieren? Sind das hauptsächlich Priester? Und wollen Sie denen Mut machen? Was konkret bieten Sie denen an? Nein, die Leute, die zu mir kommen, sind aus allen Gruppen zusammengesetzt. Sicher zu einem Drittel Leute, die an der Kirche leiden oder in der Kirche leiden, aber 2/3 ohne Rücksicht darauf, dass ich Priester bin. Herr Drewermann, ich habe eine Frage. Ich sitze hier an der Theke. Sie haben die Frage zum Papst für mich noch nicht beantwortet. Was denken Sie zum Papst, zu dieser Figur, zu diesem Denkmal? Ist ja ein Stück weit auch ein Mythos. Das ist das eine. Und das andere, warum bleiben Sie eigentlich noch in einer Kirche, die Sie doch im Grunde, wenn ich Ihre Bücher kenne, nicht mögen? Warum bleiben Sie da noch drin und warten darauf, bis Sie rausgeschickt werden? Das sind 2 Fragen. Das eine ist, ich glaube, sonst wäre ich nicht katholischer Theologe,
dass die Funktion des Papstes etwas Wichtiges ist, selbst wenn ich mir wünsche, dass sie innerhalb der kirchlichen Konfession... Funktion von heute des Papstes, oder generell? Generell. Gibt es da irgendeine Grundschrift, dass der Papst was Schönes ist oder was Übermensch ist? Nein, es ist die Tradition der speziell katholischen Kirche mit Berufung auf spezielle Bibelstellen. Ich denke, das brauchen wir nicht zu erörtern. Worauf Sie hinaus wollen, lässt sich so beantworten in meinen Augen. Der Papst, den wir heute haben, ist das Ergebnis einer Verunsicherung, die nach der Zeit des Zweiten Vatikanums eingesetzt hat, also vor ungefähr 25 Jahren. Das Verheerende für die katholische Kirche war damals zu merken, dass sobald sie die Fenster öffnet, einfach dadurch, dass Freiheit in das kirchliche Leben kommt, eine ganze Menge von Formen, die sie für unaufgehbar gehalten hat, wie Kartenhäuser weggeblasen werden. Darauf war sie nicht vorbereitet. Nach Jahrhunderten der Außenlenkung, der Unterdrückung von Freiheit, war sie nicht darauf vorbereitet zu erleben, was alles tot ist, wenn es aus Freiheit sich regenerieren sollte. Und im Schrecken darüber hat man Zuflucht gesucht, wie jede Gruppe, die in sich verunsichert ist, in einer starken Zentralfigur und hat sie geglaubt, in Karol Wojtyla zu finden. Er tut, was er programmgemäß sollte. Ich will sagen, er ist nicht das Problem. Starke Vaterfigur. Eine starke Vaterfigur, die glaubt oder Glauben machen möchte, dass durch die Autorität des Amtes Wahrheit gewissermaßen garantiert sei. Ich drücke das mal mit Richtung auf die Diskussion von vorhin so aus. Es ist immer noch der Glaube an die Gruppe, die in sich die Wahrheit hat, indem sie die Offenbarung über die Weltenlenkung Gottes auf Erden verwaltet. Es ist die Partei, die immer Recht hat. Und das ist etwas Furchtbares. Ja, aber Sie haben es gerade genannt, das Stichwort Glauben. Es ist ja sehr schwer heutzutage zu glauben. Und auch praktizierende Katholiken haben manchmal Phasen, wo sie gar nicht mehr glauben. Dann komme ich also zu Ihnen und vertraue mich Ihnen an und sage, es ist so schwer für mich im Moment zu glauben. Würden Sie dann das, die Tatsache an sich, dass ich glauben möchte, als ein tiefen psychologisches Problem ansehen? Zunächst ja. Ich würde mich erkundigen und versuchen, mit Ihnen durchzugehen, was Glaube für Sie bedeutet. Gibt es denn jenseits eines Krankheitsbildes Glauben für Sie noch? Aber ja, ich glaube sogar umgekehrt, dass wir gerade, wie das dem biblischen Vorbild entsprechen würde, aus dem Glauben oder besser gesagt aus dem Vertrauen die Kraft gewinnen könnten, Menschen zu heilen. Das ist, worüber ich eigentlich ständig schreibe. Und dass wir das vertan haben, indem wir die Haltung des Vertrauens in eine fertige Lehre verwandelt haben, die am Ende nichts mehr bewirkt, außer Zwangslenkung von außen. Das halte ich für das Kernproblem. Gefragt, warum ich in der Kirche bin, fühle ich mich sehr verbunden all denen, die ich glauben mache, dass sie eine Chance haben. Mit ihrer Verlorenheit, ihrer Ausweglosigkeit, ihren Suchwanderungen, der Riskiertheit ihrer individuellen Existenz. Für die gerade zu stehen, ist das, was ich als Priester gemacht habe. Und dafür möchte ich gerade stehen, in der Hoffnung, dass es geht. Eine letzte Frage, Herr Trägermann. Wie halten Sie es mit dem Zölibat? Das ist ja für Sie sicher auch interessant. Wie war das in Ihrem Leben? Ich denke, dass fast alle, mich selber inbegriffen, den Zölibat kennengelernt haben als eine idealisierte Übernahme von schweren pubertären Verdrängungen. Das ist das Erste, was man kennenlernen wird, und dann ist der Weg sehr vielfältig. Ich hoffe, sagen zu können, dass ich Menschen so begegnet bin bisher, dass, wenn ich sie leiden gemacht habe, sich gezeigt habe, dass es gut war auf dem Weg ihrer Entwicklung. Und dass, wenn Sie glücklich wurden, es Ihnen selber blieb. Eigentlich wollte ich das von Ihnen hören. Also von Ihrem persönlichen Werdegang. Ich würde gerne eine Frage stellen. Ja? Ist dieses Schreiben für Sie eigentlich, Sie beschreiben in diesem dicken Buch das Defizit, was Priester haben, ja? dass sie ein Leben lang ankämpfen müssen. Defizit an Liebe, an Zuneigung, an unmittelbaren Kontakten und so. Ist das Schreiben eigentlich Ihre Art, mit diesen Defiziten fertig zu werden? Es ist eine Form, mich zu äußern in einem Raum, der von Tabus erstickt wird. Wenn ich schreibe, spreche ich eigentlich mit den Leuten, die mir am nächsten stehen, greife ihre Konflikte aus, möchte sie transparent machen und zurückmelden an die Kirche.
Es ist aber so, dass ich über Jahre geschrieben habe über Märchen, weil ich dachte, das ist eine Form, in der man Liebe und Traum, auch ein Thema Zölibat, am besten verstehen kann. Es ist symbolisch genug, um nicht weh zu tun. Es ist auch befreiend genug, damit die Rede sein kann von den vielfältigen Verwerfungen, die zwischen Menschen möglich sind. Würden Sie sich selber als einen Abhängigen bezeichnen? Ich hoffe, es immer weniger zu sein und stelle fest, dass in dem Maße, das geschieht, die Schwierigkeiten mit der Kirche wachsen. Nicht nur bei mir, sondern insgesamt. Um es so zu sagen, Herr Di Lorenzo, ich glaube, dass der Kirche heute, der katholischen Kirche speziell, noch nicht daran wesentlich gelegen ist, die Individuen hervorzubringen. Und dass das sehr damit zu tun hat, dass wir vor 500 Jahren das Anliegen der Reformation institutionell einfach ausgedrückt haben. Wir haben uns so verfestigt, dass dabei die Menschen als Personen immer wieder unter der Last des Gesamtkolosses Kirche erdrückt wurden. Drum wird jeder, der versucht, als eigenes Individuum mit seinen Erfahrungen, mit der Kraft seiner Persönlichkeit sich zu artikulieren, in der Kirche Schwierigkeiten haben. Er wird lernen müssen, von oben herunter, systemangepasst, zu existieren und zu leben. Das ist ein viel stärkeres... Und nicht mehr gehorsam zu sein, oder? Ja, man hat Gehorsam bisher wesentlich verstanden als Unterwerfung unter den Willen der Vorgesetzten. Viele von den Zuschauern werden gesehen haben, jetzt die Verfilmung von Bertolucci über den letzten Kaiser in China, was das heißen kann, gehorsam sein zu müssen. So ein Verständnis, dass die Wahrheit im Amt liegt und die Unterwerfung unter die beamtete Wahrheit Gott wohlgefällig ist, gilt immer noch als das Ideal der Kirche unter dem Begriff Gehorsam. Ich möchte sehr, dass Menschen beginnen können, auf sich selber zu hören. Sich wahrzunehmen, wenn sie atmen, wenn sie fühlen, wenn sie lieben, wenn sie träumen, wenn sie sind. Und ein Gespür für sich zu entwickeln, das dann auch Menschen miteinander zu verbinden vermag. Ich glaube, das ist das Problem des Zölibats viel stärker als die spektakulären Fragen, was tun Priester oder was tun sie nicht. Und, ja, und ich hoffe, dass Sie weiterhin ungehorsam sind und solche Bücher schreiben. Danke, dass Sie hier waren. Thank you.
Mit dieser Musik haben wir die Geisterstunde eingeläutet. Ja. Eine Minute nach 24 Uhr. René Krebs aus der Schweiz und seine Musik kocht nicht auf Sparflamme, wie man sieht, auf 13 Flammen. Er hat ein besonders schönes Stück aus dem Urlaub mitgebracht, diese Muschel, die Sie vorhin gesehen haben. Wie funktioniert das? Sie hauchen in die Muschel und die Flammen zündeln, Herr Krebs. Wie funktioniert das? Ach, das hat keinen Zusammenhang zusammen. Also das, was ich da spiele über diese Mikrofone, ist ein System für sich. Ich spiele da auf der Muschel. Und dieses Pyrophon oder auch Feuerorgel spielt ganz für sich. Also das ist dann, werde ich jetzt einfach erklären, wie das funktioniert. Das wäre gut, ja. Funktioniert. Nur, dass da, also ich spiele auch ohne diese Orgel. Auf der Können Sie Muschel auch solo spielen? Ja, ja, ja. Kann ich. Jetzt aber das Pyrophon, wie funktioniert das? Ich muss schnell das da. Klar, muss erstmal wieder zündeln. Die Gasrechnung von Radio Bremen steigt. Ja, erklären Sie ruhig dabei, werden Sie es machen. Ja. Also das ist, wie Sie sehen, sieht das aus wie ein Stamm, wie ein Baum. Wir haben hier den Stamm. Im Stamm drin hat es einen Computer und eine Propangasflasche. Dann haben wir am Stamm haben wir ein Manual. Wir haben hier 5 Programme. Das betrifft die Computerprogramme. Das sind Kompositionen, die einprogrammiert wurden. Und hier haben wir den Umschalter. Also ich kann auch von Tasten auf Programm umschalten. Die physikalische Funktion ist die, dass wenn jetzt ich jetzt für ganz doofe, Herr Krebs, ne? Wieder, ja. Für physikalisch ganz doofe, wie mich zum Beispiel. Ja, ja, das ist ganz doof. Ja. Das ist ganz doof. Das ist ganz einfach. Wir haben hier ein Pilotflämmchen. Das brennt immer. Das wird gespießen durch dieses, durch diesen... Gespießen, sagt er. Gespießen, ne? Ja. Gespeist, sagen wir. Gespeist, naja. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt nun hier drücke, bewirkt das, dass diese Flamme mehr Luft bekommt. Das gibt eine Schweißflamme, die ist viel heißer. Diese Luftsäule entsteht durch die Hitze ein Sog. Es entstehen Turbulenzen und durch die Turbulenzen entstehen dann diese Klänge. Und zwar in der Sinuskurve, also immer so, da in dieser Höhe gibt es dann diese Überschneidungen der Turbulenzen und da gibt es der Ton. Wissende Gesichter reihum, alle können folgen. Sagen Sie, ist das ein Problem? Nö, ist kein Problem. Ist ja wie eine Blockflöte im Prinzip. 1906... Also wenn Sie pfeifen, haben Sie etwa einen ähnlichen Effekt. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Das hätten wir sofort verstanden. Also wenn Sie das machen, haben Sie einen ähnlichen Effekt. Es ist auch diese Turbulenzen, die vor dem Mund entstehen. Das ist 1986 gebaut, nicht von Ihnen, müssen wir dazu sagen. Nein. Das gibt es aber auch schon länger, dieses Prinzip. Das ist ein ganz altes Prinzip. Ne? Also so alt auch wieder nicht. Das ist etwas über 100 Jahre alt. Ja, immerhin. Das hat ein Kastner hat das dann zumal entwickelt, ein Ingenieur. Er hat es abgeleitet von der singenden Flamme, die in den Kohlenbergwerk als Warnflamme, als Warnlampe gesungen hatte. Er hat das dann weiterentwickelt, nicht? Und dann ist das Instrument, vor 100 Jahren wurde es dann aufgegriffen vom Henri Dunant, dem Gründer des Roten Kreuzes. Der wollte es unbedingt protegieren und das ging dann einfach nicht, weil es musikalisch zumindest wenig hergibt, was Virtuosität anbetrifft. Es ist dann irgendwie wieder in der Versenkung gelandet. Bis vor 4 Jahren, da hat sich die Stadt Zürich, die Gasversorgung der Stadt Zürich, hat sich ein Geschenk gemacht zum 100. Jubiläum und hat sich dann dieses Instrument vom Eisenplastiker Ivan Pestalozzi machen lassen. Was lieben Sie denn an diesem Instrument? Also mehr als an einem Klavier, einem normalen Klavier beispielsweise? Also was mich an die lieben, es ist eine Geschichte für sich, aber was mich interessiert, ist die Klangfarben. Also nur das Klangliche, das Mischen meiner Klänge mit zum Beispiel mit der Muschel, mit dem Doppelhorn, mit Trompeten, ich habe da noch verschiedene Dinge. Also das ist auch meine Spezialität. Wie nennt man diese Musik, die Sie damit machen? Sie sind ja eigentlich, Sie kommen vom Jazz, ne? Sie sind Jazzmusiker. Ja, ich nenne es eigentlich neue Blasmusik, neue Musik. Sie geben damit ja Konzerte, morgen Abend zum Beispiel hier in Bremen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt über 2 Stunden so geht, sage ich jetzt einfach mal so, ist es nicht ganz einfach, dem 2 Stunden zuzuhören? Oder sehen Sie das? Nein, das ist ein Vergnügen ist es aber trotzdem. Und spannend und interessant ist es trotzdem. Es geht übrigens nicht 2 Stunden, es geht in etwa 1,5 Stunden. Und
Also, das muss ich schon gestehen. Wie reagieren denn die Leute darauf? Erstaunlich immer wieder gut. Und zwar Leute, die wie Sie jetzt zum Beispiel auch sagen, also ich bin ich habe von diesen Dingen überhaupt keine Ahnung, habe noch nie neue Musik gehört, kenne mich nicht aus. Und wenn neue Musik, dann stelle ich den Radio ab und so. Und ich erlebe es eigentlich nicht so. Also ich erlebe die Leute, die dann kommen, die sind meistens sehr begeistert. Also können die entspannen bei der Musik? Hat das so was Meditatives? Oder das kann sein. Was ich tue, ich verführe sie. Wozu? Wohin auch immer. Das ist ihre Sache. Mhm. Und dann, sie kommen raus und sagen, das ist eine gute Sache gewesen. Hat mir gut gefallen. Ich war verführt. Gut, Sie verführen uns jetzt auch noch ein paar Sekunden zumindest mit dem Instrument. Ja, ist das richtig? Ich will das noch sagen, wo und wann. Das Konzert natürlich, ja. Wo und wann. Ja, morgen habe ich schon gesagt, in Bremen. Ja. Jetzt wollen Sie noch ganz genau sagen, wo und ganz genau wann. Genau. Voilà. Soll ich das sagen? Sagen Sie das bitte, ich weiß gut, es ja gar das nicht. Gut, das ist das im Theater Schnorr. Im Theater Schnorr ist jedem hier ein Begriff. Das genau. Theater Schnorr um 20 Uhr. 20 Uhr, 30. Ja. Okay. Danke. Jetzt aber verführen Sie uns noch ein bisschen. Ja. René Krebs. Lieber Herr Barrow, ich hoffe, Sie sind über diese ruhige Musik jetzt nicht eingeschlafen. Sie haben wirklich lange warten müssen. Sorry. Es ist ein Zufall gewesen, dass Ihr Part nach dem Herrn Drewermann kam. Ich finde es aber dennoch ziemlich passend, weil wenn ich an Sie denke, dann muss ich schon sagen, ein Wort, was mir einfällt, Sie müssen eigentlich ein zutiefst gläubiger Mensch sein von Ihrer Anlage. Erstmal will ich sagen, wer 10 nach 12 so noch zuguckt, jetzt hier, der ist bescheuert. Den finde ich bescheuert. Und der hat wegen Ihnen gewartet. Das sind Ihre ganzen Gänse. Also ich bedauere eigentlich, dass ich so blöd war, hierher zu fahren. Warum? Will ich Ihnen erst mal sagen. Sie haben sich geärgert die ganze Zeit. Ja, ich bin eher so zunehmend. Ich bin froh, dass ich 1.000 Mark verlangt habe. Das ist zu wenig. Ich verlange öffentlich 2. Ah ja. Sie haben aber schon doppelt so viel bekommen, wie es eigentlich hier üblich ist. Das, offenbar, ja. Plaudere ich mal so aus dem Nähkästchen. Ich finde das richtig gut von mir. Aber Sie sagen, es ist ein Schmerzensgeld, sagte... Ja, also ich meine, was ich überhaupt sehe, gegenwärtig, anlässlich der ganzen Entwicklung da in Osteuropa, das ist eine Orgie des falschen Bewusstseins. Und was wir hier gespielt haben, was diesen Stoff betrifft, also gehört da völlig dazu. Also hier in dieser ja, Show. Ja, mit Äußerlichkeiten, mit Unwesentlichkeiten das Wesen der Sache zuzudecken. Mhm. Und das muss ich erst mal loswerden. Aber ich bin ganz sicher, dass noch viele jetzt ausharren, weil sie sie sehen wollen. Sagen Sie uns doch, was das Wesen ist der Sache. Ja, erstmal, also wir haben hier über den Wahnsinn und über das Verbrecherische des Ostblocksystems geredet. Ja. Und die Fakten, die natürlich erstmal Erscheinung sind. Hegel sagt, was bekannt ist, ist deswegen noch lange nicht erkannt. Ja. Die sind wohl da. Was aber hier ohne den Herrn Drewermann überhaupt nicht aufgekommen wäre, ist, dieses Wahnsystem ist im Osten durchbrochen worden. Mhm. Da ist ein Mensch mit offenem Herzen offenbar und jemand, der in den entscheidenden Situationen wahrscheinlich richtig atmet, an die Macht gekommen. Und alle Nomenklatura-Theoretiker, die es hier gegeben hat, konnten das nicht erklären, bis heute nicht. Mhm. Also, deshalb sind Sie hier auch zurückgegangen. Das fällt nicht. Und dass es aber gegenwärtig einen Verrückten gibt, offenbar an der Spitze der anderen Weltmacht, das spielt hier keine Rolle. Wenn das kein Warnsystem ist, 2000 Leute tot zu machen, um den General Noriega zu fangen, dann weiß ich nicht, was Wahnsinn ist. Und wenn es nicht weiterhin Wahnsinn ist,
dort das Drogenkartell von Medellin zu verfolgen, während die Ursache für diesen Drogenwahnsinn in Nordamerika liegt. Da weiß ich auch nicht, was Wahnsinn ist. Ich meine, bei den Konsumenten? Und ich denke, dass die ganze Entwicklung in Osteuropa seit 1917 viel damit zu tun hat, dass diese westliche Gesellschaft herrscht. Und wenn wir jetzt also uns vielleicht darüber freuen, dass wir die gesamtdeutsche Vollendung der Autogesellschaft ins Auge fassen können und nicht darüber erschrecken, das ist kollektiver Wahnsinn hier. Ja, Herr Bayron, haben Sie ein bisschen jetzt Dampf abgelassen? Ein bisschen. Ja, ich würde Sie nämlich gerne was fragen, was Ihr Land jetzt anbelangt, in dem Sie leben, die DDR. Sie sind zurückgegangen. Sie haben es eben in eigentlich schönen Farben dargestellt, auch in den Wochen davor. Sie waren beim SED-Parteitag, haben dort es geschafft, als Gast eine halbe Stunde Rederecht zu bekommen. Ein Großteil der Delegierten hat Sie schallend ausgelacht. Sind Sie da nicht mal wieder in Ihrem Leben enttäuscht worden? Mein Land ist Deutschland. Ich habe nicht Angst vor der Wiedervereinigung. Es gibt von Bertolt Brecht von 1949 ein wunderbares, nicht-nationalistisches Lied, Kinderhymne heißt das. Anmut spart nicht noch Mühe. Das lässt sich aufs Deutschlandlied singen. Es ist nur so, dass die beiden deutschen Staaten das bisher noch nicht verdienen, so viel. Und was das Gelächter betrifft, das erklärt sich sehr einfach. Sie müssen sich vorstellen, in Deutschland zwei Mannschaften an einer Rennstrecke. Die Mannschaft Trabi-Wirtschaft, die Mannschaft Mercedes-Wirtschaft. Gut aufgepasst. So, und wenn ich dann vor diesem Parteitag dort erkläre, dass man aus diesem wahnsinnigen Wettrennen, das nur eine andere Form des Wettrüstens ist, im Osten wenigstens aussteigen sollte aus ökologischen Gründen. Und der Parteitag lacht, genauer gesagt, das Fernsehen richtet seine Kameras natürlich dorthin, wo gerade was los ist. Der halbe Parteitag lacht. Und in der Süddeutschen Zeitung und in der Frankfurter Rundschau hier lese ich dasselbe. Man ist mitenttäuscht darüber, dass ich dort nichts Besseres als eine ökologische Wende vorzuschlagen hatte. Also gut, das gehört zu dem Warnsystem dazu, das ich eben charakterisiert habe. Aber ich muss den Zuschauern erklären, warum die Leute gelacht haben. Sie haben gelacht, weil sie haben das Rederecht verlangt und haben gesagt, ich will Ihnen erklären, wie wir es vermeiden können, dass die DDR sich sozusagen in die Arme des Kapitals begibt. Und dann haben Sie vorgeschlagen, eine Reform, eine gründliche Reform der Landwirtschaft in Form der Entindustrialisierung der DDR und haben gesagt, dadurch kommen wir zu... Haben Sie nicht ganz genau zugehört? Na, ich glaube, ziemlich genau. Und dadurch kommen wir zu besseren Lebensformen. Und das war, ich hatte das Gefühl, die Leute waren Ihnen gegenüber eigentlich sehr offen. Und dann fingen die also schallend an zu lachen. Nicht, weil das vielleicht nicht sympathisch ist, was Sie da gesagt haben, sondern einfach, weil es so wahnsinnig weit weg liegt von der Realität in diesem Land. Die Realität in diesem Lande gehört natürlich also zu derselben, also überwältigend herrschenden falschen Bewusstseinsstruktur dazu. Ich gebe nach dem Parteitagsreferat ein Interview im Neuen Deutschland und es gibt zwei Sachen, die da nicht erscheinen dürfen. Und zwar der Redakteur des Neuen Deutschlands selbst ist gekränkt. Das erste ist, das verstehe ich noch, dass ich sagte, Gysi, ohne die SED ist mehr. Ich kenne ihn gut, der war mein Anwalt damals. Und hat sich untadelig benommen, haben Sie gesagt. Ja, verstehe ich, dass das nicht im Neuen Deutschland stehen soll. Das zweite war, dass die DDR eines der reichsten Länder der Welt ist, jetzt. Inwiefern? Das darf im Neuen Deutschland nicht drinne stehen. Und der Redakteur selbst fühlt sich dadurch gekränkt, der arme Mensch. Wahrscheinlich, weil er es nicht verstanden hat. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, also wenn er das nicht verstanden hat, also das gehört also zu Realitätsblindheit. Ja, die Wirklichkeit von heute. Also ich meine, wenn Sie sich die Welt von heute ansehen, versetzen Sie die DDR in irgendeinen Kontinent, den wir hier Dritte Welt nennen. Und alles strömt dahin. Weil das ist das gute Leben dort. Und so viel Diktatur und Terror, wie die SED die letzten Jahre dort veranstaltet hat, zwei Jahre für mich, nachdem ich also eigentlich, also das war ja Majestätsbeleidigung höchsten Grades. Also das kann man in jedem durchschnittlichen Land der Dritten Welt allemal haben. Das gibt's zu. Sie haben also materiell das gemeint, den Reichtum. Ja, ich meine, also, wissen Sie, die Geschichte in meinem, das war völlig anders, als Sie es wahrgenommen haben. Sie sind offenbar gar nicht, also natürlich, Sie sind doch nicht drin. Ich bin ein bisschen realitätsblind. Ich habe 20 Minuten, und das war der Anfang der Geschichte,
auseinandergenommen die Konzeption des Hoffnungsträgers Modrow unter wachsendem Zorn der Leute natürlich. Ich habe nämlich gezeigt, der will also praktisch die bisherige Wettrennenpolitik fortsetzen und das Häuschen ganz Absolut. Machen in der DDR. Absolut. Und das beides zusammen geht nicht. So. Und dann habe ich gesagt, es gibt eine Möglichkeit, dort wenigstens einen ökosozialen Sektor jetzt zu schaffen. Lassalle hat mal von Kooperativen mit Staatshilfe gesprochen. So eine Intervention wäre jetzt möglich und wir würden sogar Kapitalunterstützung von hier finden. Und dann habe ich gesagt, und da lachen die, und jetzt fragt sich also, wer blöd ist. Wenn wir ökologisch rangehen wollen, dann müssen wir wieder mit unserem Verhältnis zur Erde beginnen. Dann muss nicht das Land, sondern dann muss die Landwirtschaft entindustrialisiert werden. Die ist fürchterlicher industrialisiert als selbst unsere EG-Scheißhaufen hier. Und dann muss das entbetoniert werden. Und dann muss das entchemisiert werden. Und dann muss die schweren Maschinen müssen weg und die Feldreine müssen wieder hin und so fort. So. Und an der Stelle gab es nicht bloß Gelächter, sondern an der Stelle gab es Buhrufe, Entsetzensschreie, ein Aufschrei des halben Parteitags. Mhm. Und es ist einfach die Frage, wer sich da irrt. Aber Herr Barrow, welche Chancen sehen Sie denn für das, was Sie vorgeschlagen haben in der DDR im Moment? Also ich sehe das so, wenn man sich die soziale Situation dort ansieht, dann gibt es dort drei Kräfte, die miteinander ringen. Das eine ist einfach das Volk, das mit Recht es satt hat, dass diese Mannschaft, die das Wettrennen hier betreibt, ein verlorenes Spiel betreibt, weitermachen will. Die geben denen nicht noch 40 Jahre Kredit und haben damit völlig recht. Und wenn das weitergehen soll, die Politik, die Modrow auch jetzt noch macht und die Christa Luft vor allem macht, die ist der Kopf, der dahinter denkt, sozusagen, nicht? Wenn die das weitermachen wollen, dann haben die recht, die sagen Wiedervereinigung jetzt, weil das kann nur auf dasselbe hinauslaufen. Und es ist eine ungeheure Illusion, die jetzt Wissenschaftler, Techniker, Ingenieure, auch gute Arbeiter drüben haben, nachdem das bisschen Politbürokratie weg ist. Jetzt werden wir dem Daimler das mal zeigen. Hier. Wirklich. Also mit einer Sozialstruktur wie im Osten, die übrigens ihr Gutes hat in mancher Hinsicht, ist Mercedes nicht zu schlagen. Gut. Und ich habe eigentlich den Punkt da setzen wollen auf dem Parteitag. Also, dass das Konzept hirnrissig ist, das Wettrennen fortzusetzen und Westkapital dafür reinzunehmen. Ich bin dafür, da Kapital reinzunehmen, aber zu ganz anderen Zwecken. Das ist die erste Ebene. Die zweite? Sie sagten, da gibt es drei Gruppen. Ja, das ist die erste eben, das Volk. Und das zweite ist, dass es einen Split in den Eliten gibt. Also ich nehme den westlichen Begriff mal. Da gibt es also die, die seit Jahrzehnten jetzt gelernt haben, einholen und überholen, wo man inzwischen, also Lenin hätte sich längst korrigiert, aber inzwischen, es wäre Zeit, das mal zu korrigieren. Lenin sagt ja auch Klarheit vor Einheit. Also das sind die Leute, die da denken, also jetzt bin ich Generaldirektor, die Parteiorganisation hat den Betrieb Gott sei Dank zugemacht und die nicht wissen, also wer ist blind, frage ich, dass sie in 2-3 Jahren Filialleiter sein werden, hier. Und in 5 Jahren nichts mehr dort. Weil also so ist kein sozialistischer Leiter so richtig qualifiziert, das hier wie der Ford-Chef, Udewehr oder wie er heißt, zu machen. Ex. Und die dritte Gruppe ist, also es gibt die Reformkräfte. Und übrigens gibt es die Reformkräfte, also die sowohl innerhalb der Partei, also ich meine, es gibt in der SED dasselbe Potenzial, dass in der Tschechoslowakei nach 1968 500.000 Menschen die Partei der Ausgeschlossenen genannt worden, weil sie rausflogen, weil sie mit Dubček waren. Dieses zwar etwas mehr Schutt drauf, natürlich in 20 Jahren, aber dieses Potenzial gibt's und leider hat es Gysi, also wir haben gekämpft darum, persönlich auch miteinander, also nicht gewagt, den Bruch zu machen und den Apparat mitgeschleppt und nicht auch nur 3 Wochen Reise durch die Nacht, um das Ding mal aufzulösen, sodass also auf dem Schiff jetzt die beiden Parteien, die SED in Wirklichkeit seit langem ist, sind zusammen. Was in Wirklichkeit zusammengehört, das sind die Reformkräfte außerhalb der Partei, also meine Option ist Neues Forum, da sehe ich es am fruchtbarsten, und auf dem Territorium allerdings, beim Neuen Forum, da sollen die vernünftigen Leute, die es zu 200.000, 300.000 in der alten SED oder in dem, was jetzt SED-PDS gibt. Die sollen dahin gehen und man soll sich darauf einigen, doch mit dem Konzept des Anschlusses gleich, ob das nun politisch läuft oder bloß ökonomisch ist, wurscht, eine andere Konzeption entgegenzustellen. Das ist nämlich möglich, die den Leuten sagt, auch wir haben eine Idee, wie ihr gut durch die nächsten 5 Jahre kommt. Und ich glaube, besser als mit Anschluss. Welche Chancen geben Sie dieser Reformgruppe, die Sie eben genannt haben, dieser dritten Ebene? Das hängt eigentlich von ihrer inneren Einstellung ab, von ihrem Selbstbewusstsein, von ihrem Mut, also von ihrer Freude eigentlich hängt es ab. Denn also das war ein Befreiungsschlag,
den, also mit Gorbatschow und das Volk zusammen, der SED verpasst haben und der Opposition auch. Denn die Opposition bis jetzt hängt an der SED, sozusagen als der Spiegel. Und das zusammen ist noch kein Selbstbewusstsein. Aber wenn man sich entschlösse, also der Wirklichkeit ins Auge zu sehen, also es ist viel Bewusstsein zerstört worden. Und der Parteitag hat das gezeigt. Ich meine, was die Bewertung nochmal betrifft, also die Hälfte davon passen am besten in die CDU hier. In die CSU. Der Leute bei der SED. Ja, so der Typus, der Typus. So, ich meine, so ist aber das. Und die anderen Kräfte, die anderen Kräfte dort. Wenn die Jung sagt auch die Wähler. Ja. Wählen mal von den oberen Norden. Sicherlich. Also wählen würden auch, klar, stimmt schon. Das ist völlig richtig. Also da ist auch, es ist mehr republikanischer Anteil, also etwas mehr. Ja. Drüben drin, sehr verständlich, will ich nicht erklären. Aber es gibt eine Chance, also praktisch, wenn, da kommt ja keine Idee. Von Christa Luft kommt keine Idee etwa, sondern die erzählt, was seit 20 Jahren da ist. Die erzählt das, was Lothar Späth von den Parteibeschlüssen von 1965 abgeschrieben hat. Das haben Sie da auch gesagt. Ja, ja, Lothar Späth haben Sie auch so zitiert. Das ist der Verblendungszusammenhang, der da immer noch herrscht und den Gysi leider mitdeckt, indem er das zusammenlässt. Aber wenn man es schaffen kann, einen anderen Pol aufzubauen, und die ökologische Krise brennt derartig, dass das auch im Westen Unterstützung finden könnte. Natürlich, wenn die Westpresse so blöd ist und mitlacht bloß über das, was ich da mache. Na gut, also, das geht vorüber. Also mich... Was machen Sie denn, wenn diese Kräfte nicht zur Vernunft kommen? Nee, was ich mache... Wenn also das Rennen Trabi gegen Mercedes weitergeht. Was ich mache, hängt nicht davon ab, was ich also in 2, 3, 4 oder 5 Jahren, also jetzt in dieser... sozusagen kurz schlüssigen Wirklichkeit ereignet. Das ist Pseudo-Wirklichkeit, also was Sie dort auf dem ganzen Parteitag gesehen haben. Sondern was ich mache, ist, ich versuche zu begreifen, was in der Welt heute tatsächlich los ist. Ich sehe, dass wir in höchstens 2 Generationen das Häuschen kaputt haben, die Erde kaputt haben. Und dass also die Richtung, in der Prozess in Osteuropa jetzt geht, also das hier zu übernehmen, also des Teufels ist, aber der Hauptpunkt ist nicht, das den Leuten dort zu erzählen, sondern der Hauptpunkt ist, das hier aufzudecken, dass wir also wirklich wahnsinnig sind, wenn wir uns darüber freuen, auf welche Weise jetzt hier Wiedervereinigung Europas passiert. Das ganze gemeinsame Haus, das ist ein Stück Kolonialismus des weißen Mannes, das bieten wir der übrigen Menschheit an. Herr Drewemann, spricht so ein Gläubiger? Ich teile in vielen Punkten die Auffassung von Herrn Barrow. Die Zeit, die wir hier zubringen, in 2,5 Stunden, ist ungefähr in den tropischen Regenwäldern die Fläche von 1,5 Mal im Stadtgebiet von Köln verbrannt worden. Das ist in der Zeit. Die Industrialisierung der Landwirtschaft bedeutet nicht nur die Verseuchung der Nordsee mit Pestiziden aller Art, es bedeutet nicht nur, dass Tiere in Tausenden gequält werden, in Legebatterien auf Schreibmaschinen großen Seiten ihr Leben verbringen müssen und Juristen haben, die attestieren, das sei artgerecht. Es bedeutet nicht nur eine Vergewaltigung im Umgang mit uns selber, mit allen Kreaturen an unserer Seite. Herr Barrow hat vollkommen recht, es ist ein Strukturtyp, der wirtschaftlich so ineffizient ist wie nur irgend möglich. Aber gibt es diese nicht? Probleme muss man sehen. Den einzigen Einwand, den ich hätte, ist einfach der, dass wir mit der Intensivnutzung immerhin erreicht haben, dass bei einer Verdoppelung der Menschheit seit 1950 etwa wir dieselbe Anbaufläche haben halten können. Hätten wir das nicht geschafft, wäre vermutlich der Druck auf die tropischen Regenwälder, auf die Grüngürtel der Erde noch viel stärker. Ich glaube, Herr Barrow ist ein Gläubiger. Ich habe so viel Vertrauen zur wirklichen Geschichte, nicht wie er. Darum glaube ich an Gott. Also die Struktur, die zu diesem Ergebnis mit den Regenwäldern führt, die läuft verstärkt weiter und die wird ihr Ziel erreichen. Worauf wir zulaufen, ist, dass wir 10 Milliarden Menschen haben werden und dahinter werden die Ressourcen ausgekoffert sein und davor eher noch. Die Ressourcen alle werden dann energetisch, das werden die noch lösen. Ja. Aber davor, also wir haben das vergiftet. Ja. Wir sind massivst dabei und jetzt will man der DDR Umweltschutz verkaufen, anstatt zu wissen, dass 10.000 oder 100.000 Tonnen von irgendeiner sanierten Produktion die Erde kaputt machen. Sehen Sie denn jetzt, Herr Barrow, Herr Drewemann, in dieser historischen Situation, nach den Ereignissen in Osteuropa, eine Chance, dass mehr Bewusstsein da ist für dieses Problem, was Sie beide gerade beschrieben haben? Ich glaube, dass das Gefühl... Oder gibt es nicht eher jetzt im Moment eine riesige Wertunsicherheit bei allen Menschen? Nein, ich glaube umgekehrt, wir sind dabei zu begreifen, dass das, was als Wert diktiert wurde,
unhaltbar geworden ist und dass es sich erst beglaubigt, wenn es durch Menschen und menschliche Beziehungen, die auch die Politik mit einschließen, sich bewahrheitet. Da war der Schock des Faschismus, da war der Schock aller Diktaturen. Das ist das Ende des Glaubens, dass es bestimmte Werte an und für sich gibt, die einfach laufen wie die Gleise der Bundesbahn. Man muss ihnen nur folgen und man kommt sicher zum Ziel. Aber ist das eine Chance? So einfach ist das Leben nicht. Oder werden die Leute jetzt nach einfachen Wahrheiten suchen, erst recht, weil es so schwer ist, es auszuhalten, dass es keine Werte mehr gibt? Vor jeder Art von Regression in der Geschichte graut mir, aber es gibt keine Alternative zum personalen und freiheitlichen Leben, zum Austausch unter Menschen, die Wahrheit suchen und nicht haben. Und der Offenheit eines Dialogs, der wagt, korrekturfähig zu sein, wenn er merkt, dass er auf Irrtümer stößt. Es gibt nicht feststehende Werte mehr, die einfach am Himmel hängen und die wir nur noch runterholen. Was man begreift, ist, dass die Art, wie wir miteinander umgehen, neue Wertevidenzen schafft. Nicht was wir tun, aber wie wir es tun, ist sehr viel wichtiger geworden. Fairness zum Beispiel, Toleranz, Offenheit, Dialogbereitschaft, Selbstidentität, all das sind Werte, die so in der Generation vor uns nie gesehen wurden. Da habe ich viel Vertrauen in die Zukunft der Jugend, die jetzt antritt und vielleicht zum ersten Mal gelernt hat, dass man über persönliche Gefühle ehrlich reden kann. Das können durften Sie sich unsere da treffen? Väter nicht. Ja, ich sehe es eigentlich, also ich sehe die Sache sogar noch, noch etwas anders, aber in derselben Richtung. Also ich glaube, dass es eine große Ordnung gibt. Und dass in dieser großen Ordnung in Wirklichkeit nicht vorgesehen ist, höchstens als zeitweilige Phase, dass wir diesen also Vulgärmaterialismus veranstalten auf der Erde, der in der Multiplikation von Kilogramm und Kilowatt pro Kopf besteht und verspricht, das soll die menschliche Emanzipation sein. Das ist in der großen Ordnung nicht vorgesehen. Diesem alten chinesischen Philosophen Lao Tse, der alles schon gewusst hat, da steht, dass der Mensch der Erde folgt, wenn es richtig ist. Und die Erde folgt dem Himmel, das ist nicht, wo die Englein fliegen, sondern das ist der größere Zusammenhang. Und der Himmel folgt dem Tao, Tao ist der Name für, nicht für Gott, sondern eigentlich für das große Gesetz, von dem Kant gesagt hat, also der gestirnte Himmel über uns und das Gesetz in meiner Brust. Und bei uns läuft es umgekehrt, also vom kleinsten Egoismus aus, statt von den großen Gesetzen aus, sammeln wir Geld an und Beton und Computer und nennen das dann Informationsgesellschaft, was wir hier veranstalten. Immer Namen für Entfremdetes, für Sachen, die wir gemacht haben, die reine Vergötzung. Und es kommen zwei Dinge jetzt in der Situation zusammen. Einmal, das Entsetzen greift um sich, und zwar in diesem reichen Land auch. Also wenn das mal verflogen ist jetzt mit dem Osten und mit der Wiedervereinigung, das Thema, dann wird sich zeigen, dass also die Grundprobleme stärker im Bewusstsein sind als vorher. Ich habe da Hoffnung für die Lage, für die geistige Situation in Deutschland. Und auf der anderen Seite ist das so, ich habe den Westen jetzt 10 Jahre erlebt und meine Grundeinstellung zu der Zivilisation, die wir hier haben, die hat mir neulich eine Frau so sinnfällig gemacht, wie ich es gar nicht besser, wie ich es nie besser sagen könnte. Die hat in einem ganz anderen Zusammenhang gesprochen von einer goldenen Nuss, die innen taub ist. Das ist die westliche Zivilisation. Und in solchen Zeiten, das ist vergleichbar Rom nach Augustus, aber lange nach Augustus. Und ich meine, Europa hat eigentlich seinen eigenen Glauben noch gar nie gefunden. Christus ist ja im Port. Ich denke, dass der menschliche Geist dieser germanischen Stämme hier, nach den Sachen, die wir uns geleistet haben, besonders wir Deutschen in diesem Jahrhundert schon, dass da noch was passieren wird, dass eine Art, also was meine Vision eigentlich ist, das ist eine Art weltliches Kloster, also Hauswirtschaft im Weltmaßstab, also nicht hier kleine feine Truppen, wie er sie erlebt hat, sondern eine Welt, in der der Mensch eigentlich sich darauf besinnt, dass er hauptsächlich Geist ist. Das nämlich hebt uns hervor in der übrigen Natur. Herr Barrow, ich glaube, das war die längste 3x9-Sendung, die wir je gemacht haben. Ich bin froh, dass Sie ausgehalten haben und nicht abgehauen sind und hier 2 Stunden Ihrem Zorn nicht nachgegeben haben. Dankeschön. Applaus